Schon nochmal. Okay, 3, 2, 1. Alle festhalten. Wupp. Hallo und herzlich willkommen zum Morgenkaffee, dem ersten nach der langen Sommerpause, wo ich im Down Under war. Eigentlich soll es ja schon früher wieder losgehen, aber da ist ein bisschen privates Zeug dazwischen geschwurbelt, wie das immer so ist. But we're back. Officially. Und ich habe einen illustren Gast mit dabei. Ja, hallo, hallöchen an alle Zuhörer, die es jetzt nachträglich noch irgendwie hören werden. Ich bin der Umbreon. Ja. Das war ein paar Mal hier. Genau. Der ist schon einer von den alten Hasen. Ich weiß gar nicht, warst du in der ersten Folge dabei? Nee, ich glaube, das waren Justik und Engai, maybe? Und Elo? Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Das ist so lange her. Ich weiß nicht. Ich müsste nachgucken. Da habe ich es, glaube ich, noch auf die Thumbnails geschrieben. Ich kann es sogar nachgucken. Oha. The good old times. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass die Playlist losgeht, wenn ich da draufklicke. Ja. Goddammit. Die erste war mit Justikon und Chosen. Du warst in der dritten mit dabei. Okay. Genau, das war jetzt mit Jules und Chosen. Wann war die dritte? Oh Gott, Moment. Gib mir a date. Also, re-uploaded habe ich es. Oh mein Gott, am 26.03.2016, also wahrscheinlich so ein Tag oder zwei vorher, schätze ich mal. Vor ja, drei okay. Jahren, holy shit. Ja, wir werden alt. Eigentlich müsste ich mal irgendwie mal gucken, wann ich die erste Folge hochgeladen habe und mal so eine Art Jubiläumsepisode machen, wo ich versuche, so viele wie möglich reinzukriegen, dass es richtig chaotisch wird. Ja. Leuchtstern fragt gerade, dass du mal berichten sollst, wie es in Down Under Dark war. Dunkel oder stockdunkel, ja. Ich habe auch schon den Witz gemacht, ich war ja im Underdark. Genau, im Down Underdark. Ich habe schon gesagt, eigentlich müsste ich mal so die ganzen Bilder auf diesen Computer importieren. Auf den unten habe ich schon, also auf den Arbeits-PC. Oh. Und dann so Old Man Diashow. Ja, das nenne ich dann auch so. Old Man. Und da sehen wir Kängurus. Und da auch. Und da auch. Da sind sie etwas näher. Und da auch, da steht neben einem Känguru. Oh, so nach 500 Känguru-Bildern. Das ist jetzt ein Wombat. Ich habe genauso viele Bilder von den Wombats. Ja, das Ding ist, ich hatte halt ein paar Bilder, glaube ich, auf Facebook geteilt, meine ich. Also ich war halt, also einmal erstmal muss man anmerken, was vielleicht ganz interessant ist, ich war halt einmal in deren Winter da. Das heißt, es war relativ kühl tatsächlich und ich war nicht an der Sunshine Coast, sondern an der Südküste. Das heißt, da kommen dann auch die Winde von der Antarktis hoch. Das heißt, es war so zwischen 15 und 21 Grad, was sehr angenehm war. Das heißt, ich kam wieder und es war hier wärmer als in Australien. Da hat sogar im Dschungel geschneit, als wir weggefahren sind gerade. Ja, Löffel kam Australien, andere waren Indien. Ja. Ich glaube, ich bin auch mal aus Versehen mal reingeplatzt, weil der falsche Link im Nordpol war. Worauf hatte sich das jetzt bezogen? Auf den Morgenkaffee. Achso. Dass du irgendwo quasi einen Invite-Link oder sowas geschickt hattest. Ah, wo es noch nicht Discord war, sondern ich glaube irgendwie über Hangout oder so kann das sein. Oder Hangout, nee, ja. Ich glaube Hangout, glaube ich, war es irgendwie. Das kann sein, genau. Da habe ich vielleicht mal jemanden versehentlich eingeschickt. I remember. Genau. Und dann hattest du halt nicht den Streaming-Link, sondern du hast dann irgendwie halt den Link, der oben drin ist, der dann quasi auch der Invite-Link ist, sozusagen. Das kann sein, ja. Oh Gott. Die höllischen alten Zeiten. Ich krieg gerade so Kriegs-Flashbacks. Ich kann ja mal eben kurz gucken. Oh Gott. Facebook ist so ein Moloch, das zu navigieren manchmal. Hilfe. Da krieg ich ja immer schon Plack, ne? Ja, das Fratzebuch. Fratzebuch. Was wären denn hier interessante Fotos? Also ob hier, kann ich die da? Ja, kann ich. Oh, mir fällt ein, ich habe ja Kirschen geholt eben. Was ist mit dem Kirschen? Können wir ja mal hier so, dem Umrang kann ich ja mal einen Link schicken, der kann dann einfach weiter nach links klicken gleich. Also, ja, wir machen jetzt so ein bisschen wie ein Baby-Deal. Solange ich nicht nach rechts klicken muss, ist das okay. Das kann ich nachvollziehen. Ja, das reicht, wenn Deutschland schon viel zu viel rechts klickt. Oh, ich kriege es. Dann nach rechts. Ah, ein Link. What the fuck? Es kann sein, dass du die auch schon gesehen hast. Soll das so, unscharf im Hintergrund? Ja. Kiswahili sein? Nein, der Link ist irgendwie so... Ich weiß nicht, was das für Zeichen sind. What the fuck? Ja, ne? What the fuck?
Zeige ich das den Leuten jetzt kurz? Moinshosen. Bist du sicher, dass das sicher ist? Also es ist einfach der Facebook-Link. Ich bin nur What the fuck? Was ist einfach... What? Du kannst auch einfach in meine Facebook... Ja, ja, aber, ne? Du weißt, was ich meine, weswegen ich erst einfach stutzig war? Ja. Ja. Du musst halt nicht den Link oben machen, kopieren. Du kannst ja nur irgendwie screenshotten oder so, dass... Ja, ich... Was ist da drunter? Das ist ein bisschen... Du kannst ja einfach in meine Alben gehen und gucken ungefähr, wo die Australien-Bilder anfangen, wenn du willst. Wenn du mitgucken willst. Because I'm a bit scared now. To send that again. Ich hab mal hier so... Wenn man jetzt mal die Baby-Dia-Show, weil ich habe noch ein paar Bilder auf Facebook geteilt. Nicht so ganz viele Doggos. Ganz viele Doggos. Irgendwo weiter oben, da fangen irgendwo so Palmenbilder-Dinger an. Oben Palmenbilder. Halt bei deine, also bei meinen Fotos sozusagen ist das. Ah, okay. Mach mal schon mal. Das sind so Küstenbilder und so, ne, so sowas irgendwie. Das war halt in Fotos. Den Otways waren wir da. Das war ziemlich geil. Und für Referenz die Palmen, die Fahne da im Hintergrund, für die Leute, die es ja jetzt schon sehen können, die waren so groß, also die waren. Also über 3 Meter groß teilweise. Also die waren so, hatten so Autogrößen normalerweise. Okay, nice. Oh, es ist überraschend grün gewesen, wenn wir da waren, weil wir halt im Winter da waren, das heißt, es regnet viel. Also im Herbst. Ich sehe gerade ein riesengroßes Blatt, was ungefähr halb so groß ist wie du. Ja. Gefühlt, also man sieht nur deine Hand, aber it's a big blatt. Ja, ja, da noch ein Stück weiter runter. Irgendwo, da ist im Hintergrund unscharf und vorne hängen so Fahne rein. Das war halt auch das, was ich dir verlinkt hatte, im Endeffekt. Hi, irgend so ein Typ. Wir machen gerade Old Man Dia Show, halt so die Mini-Variante. Wenn ja, ihr das... ich bin bei den Fahnen. Ja. Und da kannst du halt von da aus einfach langsam nach links klicken, effektiv. Halt, das war halt in den Oddways. Da sind wir... das Schild ist super. Da sind wir erst... Da gibt es sowas, das nennt sich das Otway Fly Treetop Adventure. Da kannst du über so Metallstege hochgehen bis in die Baumwipfel des Dschungels. Das ist so bei 47 bis 50 Metern. Das ist nice. Mega geil. Da sind wir halt hochgeklettert und einfach so, die Ausmaße sind Wahnsinn. Und die hatten hinten so einen großen Steg, der so freischwebend war. Weißt du, wo du draufgehen konntest? Ja. Mhm. Der halt sozusagen nur noch befestigt war an den anderen Stegen. Aber das war schwer cool. Und danach sind wir halt zu den Triplet Falls, das sind so große Wasserfälle, die sieht man da auch im Hintergrund von dem Schild. Ich glaube, ich habe später nochmal ein Bild, genau, da. Das war halt ziemlich schön. Da konnte man so durch den Urwald, da gab es so zwei Walkways, die man halt gehen konnte. Der eine war halt 1,5 Stunden ungefähr lang, wir haben ungefähr 2,5 gebraucht, weil wir halt auch stehen geblieben sind. Und der andere ist halt irgendwie, wenn du wirklich nur durchläufst, irgendwie 2 bis 3 Stunden. Wir sind den kürzeren gegangen. Weil mein Großonkel war halt überall dabei und der ist halt schon 87, ne? Mhm. Das heißt, generell waren so lange Wanderungen nur noch sehr bedingt drin. Aber das war ziemlich cool. Nachbar sammelt Shrooms. Shrooms? Ja, ich habe so ein bisschen Detailshots gemacht, wenn ich da war. Der eine sieht ein bisschen aus wie Stuhl. Ist vielleicht ein Verwandter. Dann, das ist mein Vater, damit man mal so eine Größenreferenz hat. Wie groß diese Dinger teilweise waren. Ich habe später noch irgendwo ein Bild, wo er noch kleiner aussieht. Das ist großartig. Und da mittendrin war so eine alte Dampflok, mit der die früher das Holz daraus transportiert haben. Und die Edelmetalle. Und das war total spannend, da so drumherum zu laufen und sich das anzugucken. Und irgendwie halt so dieses... Sieht total klein aus. Sieht so ein bisschen aus wie so... Weiß nicht, hier... Lukas, der Lokomotivführer, so Emma? Ja, so aus der Zeit, wovon das halt auch inspiriert war. Das Ding ist, wenn ich daneben gestanden habe, drüber gucken konnte ich nicht. Also die war schon echt groß. Was auch nochmal eine schöne Referenz ist zu den Fahnen drumherum, wie groß die waren. Und dann habe ich halt so ein paar Detailshots gemacht. Das ist leider unscharf, weil das ist eigentlich ein GIF, aber das hat Facebook nicht genommen. Das muss ich vielleicht nochmal irgendwann anders teilen. Das ist wirklich so, da bewegt sich das so ein bisschen, halt so die Blätter und sowas, deswegen ist das unscharf. Dann die nächsten Bilder sind, genau, da waren wir an einem der Strände.
Das war auch ziemlich schön. Da sind wir... Es gibt so eine große Bucht, wo du halt durchfährst, wenn du zum Hafen in Melbourne willst. Mhm. Und das ist halt in der Nähe von Geelong. Ich war halt in Geelong. Das ist die eine der größten Städte. Weil ich meine, Geelong ist sogar größer als Sydney. Also auch von der Einwohnerzahl. Man muss ja sowieso erstmal sagen, ganz Australien hat so viele Einwohner wie NRW. So für Menschen, so als Vorstellung erstmal. Aber die horten sich halt in so ganz vielen, in so ein paar Städten. In Ballungszentren, ja. Weil dazwischen ist halt ganz viel nichts, ne? Also, ja, sehr viel so Dairy Farms, also ne, so Kühe und, ne, und Schafe und sowas. Und halt eben auch so, halt so, wo die halt dann heuen, ne? Also wo die große so Wiesen haben einfach und dann Heu herstellen und sowas. Plantagen habe ich erstaunlich selten gesehen, außer Wein. Da sind ganz viele, weißt du, so Weinfelder und Apfelbaum. Ja, das habe ich auch gelernt in meinem welchen Job, dass Australien gar nicht so unbekannt ist für Weine und so. Ja. Also sonst denkt man ja an Wein immer an Italien und Spanien so hauptsächlich und Deutschland. Aber ja, Australien hat echt interessante und spannende Weine. Ja. Das nächste Bild, das war halt wie gesagt an dem Eingang sozusagen zu dieser riesigen, gigantischen Bucht. Und da sind wir halt über so einen großen Walkway sozusagen gelaufen. Das da sozusagen an der unteren Kante auch, diese Büsche, das sind Teebäume. Also wo man Teebaumöl halt rausgewinnt. Es war total interessant, der Geruch war mega, weil das halt so leicht minzig da gerochen hat. Und da bin ich halt so ein bisschen rumgelaufen. Das war ganz schön. Da konnte man halt runter, da war ja eben auch das Foto von. Genau, das sind diese Teebäume sozusagen, wenn man da so ein bisschen weiter... Was halt total geil war, ich habe halt nichts Giftiges gesehen tatsächlich und mein Großonkel, der da halt schon der wohnt da jetzt glaube ich 65 Jahre und er hat gesagt, er ist nur ein einziges Mal von einer Spinne gebissen worden und das war auch mehr nur wie so ein Hornissenstich. Mhm. Also, aber überall sind halt immer Warnungen, dass du halt nicht ins hohe Gras sollst und nicht zu nah an die Geländer und so. Weil halt... Ja, ne? Das ist ja auch klar, ne? Das sagt ja auch Professor Eich. Geh nicht ins hohe Gras, es ist gefährlich da draußen. Ja. Nimm mein Pokémon mit. Das war so, ich glaube, die unheimlichste Warnung, die ich gekriegt habe, dass ich am Haus von meinem Großonkel Fred, ne, damit ihr wisst, wer ist Fred, dass ich nicht an die Rollos dran soll. Also die sollte ich nicht runter machen und so oder da irgendwie dran schütteln, weil da können halt Redbacks drin sein und die sind richtig giftig. Und dann irgendwie, ich glaube, die nächsten, genau, das sind botanische Gartenbilder, glaube ich jetzt. Da waren ich und Knüppi dann nach Melbourne gefahren und haben uns an einem Tag den botanischen Garten angeguckt und waren an dem anderen Tag im Zoo. Dann habe ich einfach nur so ein bisschen so, ich mache ja gerne Nature-Fotos, ich bin ja so ein oller Nature-Fotomensch dann, wenn ich in solche Ecken komme. Ein Gazebo. Nee, der war riesig groß. Alter, Vater. Da werden, glaube ich, immer so, also ich gehe mal davon, also so, es wirkte so ein bisschen so, als ob da so Kurse für Kinder und so angeboten werden, weil da lagen auch in so einer Box so Sitzkissen und sowas für Kinder. Oh, okay. Eindeutig von der Größe. Also ich glaube, da werden so Kurse gegeben und so, halt so Lernstunden. Und halt irgendwie so coole Mosaike im Boden, das fand ich super. Das war halt im Botanischen Garten. Das ist ein bisschen Cthulhuid, oder? Ja, deswegen, ich fand das cool, so als Inspo. Da habe ich so gedacht, oh, das wäre doch geil, so als irgendwie, wenn du in so eine dunkle Höhle kommst und das ist an der Wand. Mhm. Oder so. Großer Alter ist das. Ja, ja, irgendwie sowas hat's halt, ne? Ich fand das irgendwie, das war ziemlich cool. Da, das war das Foto, das du, glaube ich, eben gefunden hast. Mhm. Da habe ich so gedacht, alter Vater, die waren riesig. Da hat es vor allem mega geschüttet, da habe ich einfach eins von denen leicht angehoben und mich drunter gestellt. Weil ich dann so dachte, ja, wenn sie schon über den Weg hängen, dann kann ich sie auch als Regenschirm benutzen. Das hatte so einen Ghibli-Moment, wo ich dann da stand und so ein riesiges Blatt über mich drüber gehalten habe. Das war schon echt schön. Oh. Das waren die ganzen Direktoren. Ich habe den Löffel geschrumpft. Ja. Oh no. Das war auch ganz schön, so ein kleiner Pavillon, irgendwie so ganz versteckt mittendrin. Der botanische Garten war generell voll cool. Da sind wir stundenlang rumgelaufen, das ist auch in dem botanischen Garten noch.
Weil die hatten auch, man konnte richtig sehen, die Gärtner und die Designer von diesem Ding hatten sich richtig viel Mühe gegeben. Überall, wo die Bänke standen, wenn du dich da hingesetzt hast, hattest du sofort so einen richtig schönen, so einen Panoramablick. Über so, also man hat so richtig gesehen, da hat jemand richtig lange drüber nachgedacht, wie man das alles anordnet, damit das, damit du immer direkt so, so Postgarten-esque Views kriegst. Oh, die riesigen Schwiegermuttersitze. die Kakteen, die runden. Ja. Da, die meintest du, glaube ich, die runden, ne? Ja. Ja, genau, Schwiegermuttersitz nennt man die. Genau, da konnte man so hochgehen, das war so ein mit Wasser gefüllter Vulkan mäßig. Die müssen doch auch riesig groß sein, oder? Die müssen doch wie so ein riesiger Ball groß sein, wo man sich drauf sitzen könnte, ja. So von der Größe, oder? Ja, die so waren wie so Sitzsäcke, die großen. Boah. Das war schon krass. Da konnten wir leider nicht rein, das wurde gerade renoviert, das war so ein Tropical House. Aber ich fand das Foto ganz geil, so durch die beschlagene Scheibe mit dem ganzen Wasser. Das fand ich super. Und dann mein neues Profilbild, da waren wir, oh, wo war das? Das war beim Leuchtturm in Geelong. Und da war direkt daneben war so ein Steg, der ging irgendwie 300 Meter ins Wasser. Also raus, so raus die Küste raus. Und da habe ich, das war einer der ersten so Stege, die ich da gesehen habe, wo du drunter hergehen konntest. Der war mega geil. Genau, I wear my sunglasses at night. Was ist das? Nein. Das ist irgendwelcher Quatsch. Genau, da sind, glaube ich, noch welche. Ja, genau. Das war, guck grad mal. Oh ja, das ist so ein 3D-View, den ich gemacht habe. Moment. Nice. Das war halt in so einer Bucht. Wir sind halt einmal, ich glaube, ich habe davon gar keine Bilder hochgefahren. Wir sind halt zu die Ocean Road runtergefahren zu den 12 Apostles. Das sind so große Findlinge, die halt im Wasser stehen. Und danach sind wir halt in dieses Ding rein. Und was da halt passiert ist, ist, da sind halt ganz viele Schiffe sind da Bruch, ne? Also vor der Küste von Australien. Und eins ist halt relativ nah an dieser Bucht halt zu Schutt gegangen und da waren irgendwie 50 Leute drauf oder 60 Leute. Und die einzigen zwei, die überlebt haben, waren Matrose. Der hat überlebt, weil er da reingeschwommen ist und sich da halt festgehalten hat. Und ihr seht ja, wie hoch das ist. Also es ist so hoch wie bei uns so ein zweistöckiges Haus mit Dach, mit noch einer Dachwohnung, also mit Dach. Und da hat er sich halt versteckt und dann hat er festgestellt, dass eine Frau noch im Wasser trebt, die noch gelebt hat. Und hat die dann gerettet. Und die beiden haben dann nur überlebt, weil die in der Tropfsteinhöhle eine Quelle gefunden haben, die Süßwasser hatte. Weil die da nicht rausgeklettert gekommen sind. Und dann konnten die da halt durchs Fische fangen und durch das Wasser halt überleben, bis der wieder genug Kraft hatte, um da rauszuklettern, weil sie hatte halt, weißt du, mit Fischbeinkorsett und irgendwie 80 Unterröcken. Und kletterst ja nicht so ein Teil seitlich hoch, weißt du, so. Und das war ziemlich cool, weil man sich das halt so angucken konnte. Ich weiß nicht, ob ich das... Nee, da habe ich dann keine Fotos mehr von hochgeladen, leider. Den ganzen Quatsch, den ich so auf Facebook poste. Aber das sind halt so ein paar Bilder, die ich mal zwischendurch dann geteilt hatte. Ja, nice. Ich habe halt insgesamt, ich glaube, 2000 Fotos gemacht oder so, während ich da war. Und Videos und sowas. Und die anderen 1960 sehen wir jetzt. Nein, das tue ich euch nicht an. Aber wie gesagt, wenn da Interesse dran besteht, ich kann ja mal irgendwie auf Twitter oder so mal so eine jokige Strawpoll-Umfrage machen, ob ihr mal Lust hättet auf Grandpa Löffel und die Dia-Show of Horror oder so. Nein, das meiste sind halt irgendwie so Fotos, wo wir die Ocean Road runtergefahren sind und ich habe Küste fotografiert oder so. Und halt irgendwie um das Haus rum von Fred und sowas. Immer Löffel, boah. Immer. Sterne und Federkreis sind begeistert, okay. Na denn? Ich meine, jeder, der da Böcke drauf hat, ich kann das halt wie gesagt. 2000! Moment. Wir machen jetzt mal eine Strawpoll. Das ist ja für Shits and Giggles. Dafür habe ich Strawpoll, ja. My favorite game. Moment. Antwortmöglichkeiten: ja, auf jeden Fall. Total und unbedingt. Moment. Down Under, Dia Show of Horror. In Klammern Livestream? Horror, ja?
Wie war das nochmal in Gravity Falls? Yes, absolutely, definitely war das, glaube ich, ne? Und dann... Definitely... Ich cheate dann immer. Das stimmt. Chosen hat immer Opa Löffel, wenn er mich besucht. Zeig dir mal, wie das früher war. Junge. Damals. So. Für die Comedy. Ich gebe das euch und dann poste ich das später noch auf Twitter. Und ich packe das noch unter das Video für die Leute, die das auf YouTube gucken. Und dann ist das wunderschön. Wir können ja einfach mal hier... Ich mach mal nebenher für den Joke. Wie soll's sein? Oh, es wird sich gekloppt. Yes, absolutely. Na dann. Damals, als die Gummistiefel noch aus Holz waren. Ja, und der Gummibau auch. Ach nee, Mist. Wait, what? Ich liebe das immer noch, by the way. Irgendwie für die zweite oder dritte APC hatte Fischi ja einen Gummibaum gekauft und dachte, der wäre aus Plastik. Bis sie dann realisiert hat, dass der wächst. Der ist jetzt inzwischen ja so 50 cm hoch oder so. Ja. Der wohnt halt bei mir. Ich musste den jetzt schon zweimal umtopfen. Das arme Kind. Ich muss den bald schon wieder umtopfen. Der war erst ganz klein. Ja, der war so halt so eine Tischdeko. Deswegen dachte sie, glaube ich, der wäre aus Plastik. Mhm. Weil der auch so aussah irgendwie. Jetzt ist es ein riesiger Fikus. Das hatte ich nicht so geplant. Der wohnt jetzt bei mir. Schade, dass es keine APC mehr gibt. Sonst hätte ich gesagt, irgendwann haben wir dann so einen riesigen Baum stehen, den wir mit einem Truck dahin transportieren müssen. Ja, der so 2 Meter hoch ist oder so. Ja, das wäre voll geil gewesen. Das hätte ich mega gefeiert. Als er noch hip mit den Kids war. Das stimmt. Zahlt er auch Miete? Nee, noch nicht. Bald. Wenn er anfängt zu sprechen, muss er auch Miete zahlen. Aktuell lebt er ja nur von Wasser. Da kann ich mitarbeiten. Ja. Aber wie gesagt, wenn ihr da Böcke drauf habt, können wir das gerne mal machen. Weil es ist ja auch, da kann ich dann den ganzen Bullshit erzählen, der sich da abgespielt hat. Ich glaube, andere coole Sachen, die wir da gemacht haben, war halt, ich bin halt mit denen auf so eine Gebirgskette geklettert, obendrauf ganz. Und die Aussicht war mega, weil das ist ja so ganz flach. Das war der Wahnsinn. Und wir standen einmal, das haben sie mir erst gesagt, als wir oben waren, standen wir auf der Kante von einem inaktiven Vulkan. Wo ich so dachte, ha, die Form ist irgendwie interessant, so ausgehöhlt in der Mitte und, ne, und irgendwie so. Und dann, ja, das war mal ein Vulkan. Na dann, gut. Ja, und dann irgendwann mit dem Gummibaum, so in 3 Jahren oder so, wird der immer größer und dann, feed me, Seymour, feed me! Feed me, ja. Bei Little Shop of Horrors. Ja, aber das war, oh, und sie auch mal wieder. Nostalgie. Aber wie gesagt, da können wir gerne mal was machen. Ich war da auch in mehreren Museen, habe mir so eine Ausstellung über das Tätowieren in verschiedenen Kulturen angeguckt und so. Es war sehr interessant. Und halt über die Migration nach Australien und so. Und was ich mega beeindruckend fand, ich glaube, ich schicke das mal umrühren, weil dann kann ich das auch den Leuten im Stream zeigen, wenn ich das übers Handy nach Discord schicke. Da gab es so ein hellenisches Museum. Da waren wir drin. Ach, von Helene Fischer, ja, kenne ich. Also, ne, so griechischer Kram. Und was da halt, also so Mythologie größtenteils, und da hat halt ein Künstler hat so eine Statue gemacht von halt so einer Götterbotin, ne, halt mit so riesigen goldenen Flügeln. Und die sah so echt aus. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie anfängt, sich zu bewegen. Ich war irgendwann vielleicht war es ja eine griechische Version eines Weeping Angels. Ja, so, warte. In Wirklichkeit. Auf einmal, jedes Mal, wenn ich wegdrisch, dreht sich zu dir um. Du! Mhm. Das war schon. Ja. Das war nämlich so, du konntest neben der herlaufen und die hatte sich halt so hingekniet. Und das Ding war halt, die Füße, wenn die ja so eingeknickt sind, dann sammelt sich da ja so das Blut drin, ne? So dieses, dann werden die ja so rot. Und zum Beispiel sowas, das hatte der halt auch gemacht. Das heißt, die sah halt wirklich scheiße echt aus. Also es war schon... Ach so, nicht nur von der Pose, es war jetzt nicht irgendwie eine goldene Statue oder sowas oder Stein, sondern wirklich auch komplett bemalt und so. Ja, ja, die war komplett, also die sah aus wie ein echter Mensch. Das, also das meine ich nicht nur so, also so übertrieben. Okay, nice. Und die hatten halt darunter... Ja, das habe ich auch mal gesehen von einem Künstler, der hat zum Beispiel so Babys oder so gehabt, die halt wirklich echt aussehen. Also richtig so mit... Alter, total krass. Ja. Und die waren so ganz alte Menschen mit Runzeln und sowas, so als Statuen gebaut und so, aber wirklich dann auch so bemalt und so. Ja, die war auch so, also die hatte so diese richtigen, so diese
so subtlen Imperfektionen, weißt du? So diese Sachen, wo es halt so war, wo du denken konntest, ja, das ist ein echter Mensch. Ich habe halt die ganze Zeit gedacht, ist das ein Kunstprojekt? Bin dann rausgegangen, habe die Tafel gelesen, weil ich dann echt paranoid geworden bin. Aber es ist scheinbar eine Statue gewesen. Also sie sah scheiße echt aus. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass die sich mal resettelt oder so. Und das da drunter war halt so ein Wasserbecken. Und die hatten das halt extra so schwarz, also den ganzen Raum dunkel gemacht und das halt nur von oben so ausgeleuchtet. Reflektion und so, ja. Genau, dass sie perfekt reflektiert. War der Wahnsinn, das war echt schön. Und die war halt auch lebensecht groß. Also, ne? Ja. Das sieht schon ziemlich krass aus. Das war mega cool. Und wenn man bedenkt, dass ich, um da reinzukommen, und da war halt noch mega viel anderes cooles Zeug, das durfte man noch nicht fotografieren. Also sie durfte man fotografieren. Und da habe ich irgendwie nur 10 australische Dollar für bezahlt, was irgendwie umgerechnet vielleicht 7, 8 Euro sind oder so. Für den Eintritt, das war super. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, da habe ich, ich habe unglaublich viel Quatsch gesehen. In Melbourne habe ich die ganzen Graffiti-Streets, Street-Arts und das, also da gibt es so Street-Art-Straßen, wo die Leute halt in so Seitengassen so richtig cool das halt machen dürfen einfach. Also die sitzen dann da auch auf ihren Leitern und sprühen da rum, während du da reinkommst und so. Das ist eigentlich ziemlich schön. Und da habe ich halt sehr viele Fotos gemacht. Und mein absoluter Favorit, wo ich sofort eine Idee hatte für so eine Urban-Fantasy-Serie, da war so ein altes, ich würde mal sagen, so eine Mischung, weißt du, so... Das sah so aus wie so ein Haus, das du in Bloodborne sehen würdest. Ron Mück heißt übrigens der Artist, den ich meine, der diese hyper-realistic Sculptures macht. Oh, das ist fucking terrifying. Die waren ja so riesig, ne? Ich erinnere mich. Ja, genau, genau. Ja. Hier zum Beispiel bei dem letzten, beim dritten, was ich hier geschickt habe, sieht man das wirklich krass. Moin. So ultra mega realistisch, aber dann halt teilweise in riesen. Oh, genau, das ist das Baby, was ich meinte. Warte, so wirklich ein Moin, zeig das mal eben Baby kurz und so. Den Leuten, das und ist schon... Alter, das sieht so krass aus. Das ist halt riesig groß. Das sieht halt so unglaublich realistisch aus. Das ist halt sowas, das finde ich immer noch auch so, wenn Leute sowas machen für, wie heißt es, für so Filme oder so oder Serien. Halt diese Art von Detaillevel ist halt Wahnsinn. Da bin ich immer also schwer beeindruckt. Könnte auf jeden Fall auch von dem sein, weil... Ich kann ja mal eben nachgucken. Ich hatte, glaube ich, die Infotafel abfotografiert, von wem das war. Ja. Wo ist es? Ron Mück Angel Statue. Also er hat so einen Engel, der so auf so einem Hocker sitzt. Die Person, die das gemacht hat, also The Messenger heißt diese Statue mit den Engelsflügeln. Sam Jinx heißt die Person. Okay, suchen wir nochmal nach. Da gibt es dann bestimmt auch noch High-Res-Bilder von Sam. Messenger und dann diese Sam Jinx, S-A-M, ne? Und dann Jinx, J-I-N-K-S. Okay, aber wenn ihr jetzt nämlich googelt, dann könnt ihr euch die Bilder nochmal ansehen und so. Und der ist genauso. Der macht das auch. Ja. Ja, der macht das auch. Holy moly. Ah ja, hier ist auch nochmal ein besser beleuchtetes Bild von der Engelsstatue, damit man das ein bisschen sehen kann. Ich suche mal eins, wo sie mich nicht sofort von Twitch schmeißen. Genau, genau. Der macht offensichtlich auch diese Sachen, wie zum Beispiel diese Babys oder alte Leute oder so. Also ja. Obwohl das eine Bild, was ich habe mit der Oma und dem Baby, das ist dasselbe. Und hier steht, ist das vielleicht beides der Künstlername desselben? Also hat der unterschiedliche... Weiß nicht, das kann vielleicht sein. Hm. Ich guck gerade mal, oder vielleicht ein High-Res-Bild finde. Ja, das ist... Okay, einfach hat es mir nur gezeigt, weil es so ähnlich ist, okay. Ja, es ist auf jeden Fall, es ist ultra krass, weil du hast halt einfach so ein total irgendwie awkward Feeling dabei, weil du so, ne, gerade auch wenn du irgendwie nah dran bist und das Gesicht siehst oder so, du zweifelst halt an deinem Verstand, ist das jetzt echt, ist das wirklich eine Person oder ist das... Ja, das ist halt dieses Uncanny Valley. Es ist halt so nah dran. Ja, es ist so unglaublich nah dran. Es ist halt nicht, dass es so... Weiß nicht, ich glaube, auf dem Foto ist es auch gar nicht das Problem. Ich glaube, das Problem ist einfach, wenn es in echt ist. Ja. Weil wenn du da rundherum gehst, ja, und denkst, muss ich doch jetzt mal bewegen. Ja. So, oder atmen oder irgendwas muss ich doch jetzt daran sehen oder so, ja. Und es ist halt einfach nichts. Und wie gesagt, auf Fotos ist das nochmal ein bisschen was anderes, weil auf Fotos... ja, ist halt ein Foto, bewegt sich nicht. Genau, so da kannst du dich noch so ein bisschen so entfernen von dem. Genau, aber ne? Das finde ich an solcher Kunst auch total spannend.
Ja. Hey, Ella Onyx. Hello, welcome. Ja. Ich glaube, dich hatten wir noch nicht im Chat. Willkommen. Es sei denn, du bist jemand, den wir schon kennen, aber unter einem anderen Namen. Aber willkommen. Oder ich meine auf jeden Fall, oder? I'm not sure. Aber hello. Nee, das ist auf jeden Fall was. Ella Onyx, ich meine dich. Hätte ich schon mal gelesen irgendwo. Auf jeden Fall willkommen. Genau. Realistischen halbdurchsichtigen Stoff aus Marmor, ja. Oh ja, alter Vater. Manchmal, ne? Das habe ich, vor gar nicht so langer Zeit, ich glaube vor knapp 2 Monaten, habe ich mir ein Tutorial angeschaut, bezüglich Miniaturen bemalen und so, weil ich bemale ja relativ viel Minis und gucke immer so nach neuen Techniken für irgendwelche Special Effects, sowas wie das, was aussieht, als ob es leuchtet oder nicht metallisches Metall zu malen, solche Sachen. Und dann habe ich einen gesehen, der hat eine Figur bemalt, also Miniatur, wir reden von, sind das 32 mm oder so, also wirklich so, ne? Daumen ja. groß ungefähr, viel größer sind die nicht. Und das war halt auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es irgendwie eine Göttin oder irgendwie sowas, auf jeden Fall weibliche Figur, in so wirklich nur so hauchdünner Seide, wo du im Prinzip ja gewissermaßen alles durchgesehen hast, aber das als Miniatur in der Größe. Und der hat dann halt gesagt, wie der das halt malt, dass du halt, weil du kannst halt nichts Durchsichtiges malen oder fast durchsichtig so, ne? Ja. Und das fand ich einfach total faszinierend, wie er halt wirklich mit ganz, ganz feinen Layers Farben irgendwie drüber gegangen ist, weil du darfst halt auch nicht zu sehr die Grundfarbe darunter verfälschen und all solche Sachen und so. Ja. Das ist auch mega hart. Also ich finde das ja auch, ich habe ja auch zum Beispiel sehr häufig auf so großen Leinwänden, weißt du, mit Acryl gearbeitet. Und da ist das zum Beispiel, oh, das ist allein schon, ne, so, das würde ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du das versuchst, aus Minis zu machen. Ja. Chosen fragt, ob du ihm den Link dazu mal schicken könntest. Boah, wo ist das wieder Filme, ey? Boah. Ich glaube, das war auf YouTube auf jeden Fall. Und ich bin da halt über so 30 andere Videos drauf gekommen, über halt verschiedene Effektmalerei halt an Minis, ne? Also dieses klassische, man klickt sich halt so durch. Und Genau. Und ich weiß auch nicht genau, wie die Technik heißt oder wie der Titel dazu hieß. Weil, ne, so andere Sachen, so Non-Metallic Metal, Sky Earth Non-Metallic Metal, OSL, das alles sagt mir halt was, da kann ich was anfangen, da kann ich nachsuchen. Also OSL ist dieses Object Source Lighting, also wenn du zum Beispiel einen Charakter hast, der eine Fackel in der Hand hast, dass du dann das so malst, dass dieses Licht abstrahlt auf seinen Arm, auf sein Gesicht zum Beispiel oder so. Ja. Oder irgendwie so typisch sind Sachen wie Plasmawaffen oder sowas oder Laserschwerter, so wenn du so eine Star Wars-Figur hast, dass das dieses Leuchten dieses Objektes halt wirklich ausstrahlt. Ja, das ist zum Beispiel auch sowas, das ist ja auch was ich immer Artists sage, wenn die, weißt du, wenn die anfangen, so gewisse Sachen zu malen, weißt du, und dann zum Beispiel sagen, ich habe Probleme mit Lighting oder so. Ne, ja. Dann sage ich immer, guck dir mal, weißt du, so guck dir mal an, wie es im realen Leben aussehen würde, wenn du sowas machst. Ne? Also genau. Wenn du, da sage ich dann auch immer ganz gerne, weißt du, halt zum Beispiel mal eine Lampe, weißt du, so in der Hand, wenn du sagst, du hast ein glühendes Schwert, nur so als erste Idee, weißt du, was das vielleicht für Licht macht. Ne? Mhm. Oder nimm, wenn du eine hast, weißt du, so eine Röhre in der Hand, so eine Leuchteröhre, weißt du, weil ja. Das kommt noch nah genug dran, dass du mal so eine Idee kriegst, wo das Licht überhaupt alles hinfällt. Oder sag einem Kumpel, er soll mal eine in die Hand nehmen, weißt du, so. Und sich am besten nicht dabei verbrennen, falls sie heiß laufen, aber, ne. So, weil das sind so Sachen, das, und ich finde, da, ne, das ist zum Beispiel auch was, weil ich ja so langsam anfange, so ein bisschen ins Mini-Bemalen so reinzudippen, so die ersten Versuche. Das ist auch was zum Beispiel, was ich auch gerne machen möchte, also da so ein bisschen mit Lichtfarben arbeiten und sowas, weil das auch ja. Beim Zeichnen mir mega viel Spaß macht. Das auf jeden Fall cool ist das, ja. Oder genau, oder so Battle Damage zum Beispiel waren halt auch so Sachen, ne, dass du halt wirklich realistisches Chipping versuchst, also Chipping ist so abgeplatzte Farbe an Metall, an rostigen Stellen, solche Sachen, dass du sowas halt machst, weil... Keine Ahnung, wenn du zum Beispiel einen Panzer oder eine Rüstung von einem Krieger oder irgendwas bemalst, dann sind die ja im seltensten Fall Fabriken neu, sondern ne, wenn das bemalt ist, dann ist Farbe abgeplatzt, dann hast du Einschusslöcher, die du halt reinbohrst, die du dann so ein bisschen ausweitest am Rand, damit die realistisch aussehen. Da sind dann hier hier Rauchspuren dran und so, ne, also von der Detonation, solche Sachen. Ja. Oder wenn du sowas hast wie einen Flammenwerfer oder irgendeine Waffe, so eine Gatling Gun, die heiß läuft. Heißes Metall, selbst wenn es später abkühlt, verfärbt sich halt.
du hast halt so einen fast einen Regenbogen auf diesem Metall, der so über teilweise rötlich, lila, blau geht, so in der Art und Weise. Ja, das ist total cool. Ich habe das schon live gesehen, wie das aussieht. Also jetzt nicht natürlich nicht an der Waffe, aber halt so, ne, genau, wie sich das verfärbt. Das ist vor allem was irgendwie, weil das so wenige machen, ist dir das gar nicht bewusst, dass sich das so verfärbt. Also ja, auch in Artwork und so, weißt du, oder in Animationen. Wie gesagt, das bleibt halt auch so. Das ist jetzt nicht was nur während das heiß ist, sondern bleibt, weil da einfach das Metall da reagiert. Oder auch so Sachen, wenn du irgendwas hast mit Nieten an einem Fahrzeug oder so, dass du halt Oilstreaks machst an den Nieten, ja. Das heißt, an den Nieten, die werden, wenn die reingedreht werden, geölt, keine Ahnung was, wenn da Wasser drauf kommt, dann läuft das langsam runter und so. Und dann hast du halt, selbst wenn es immer nur ganz wenig ist, hast du halt an Stellen wie Nieten, wo sich dann halt auch, oder Schrauben, wo sich halt auch Rost bildet, läuft halt so ein feines Rinnsal runter, was halt irgendwann bestehen bleibt auf dem Untergrund, weil es sich halt reinätzt und solche Sachen. Dass du halt solche Sachen auch malst. Das sind so die Kleinigkeiten, aber wenn du das Ding einmal von nahem anguckst, dann sieht das halt ultra geil aus. Ja. Wenn du halt solche Sachen beachtest. Das definitiv. Ja. Ich finde ja, wie gesagt, generell, weil ich so eine zittrige Hand habe, finde ich halt Miniaturen bemalen eine total spannende Sache, weil das halt für mich immer so ein Stressfaktor ist, weil ich dann da immer so sitze, ah, shaky. Das geht aber auch mit zittriger Hand. Also ein Kollege hat unzittrige Hände, also gerade wenn der mit Fingern festhält oder so, wenn er so normal die Hand gerade hält, du musst halt einfach wirklich komplett mit beiden Händen, die eine Hand mit der anderen abstößen, sodass du wirklich nur quasi Daumen und Zeigefinger eigentlich bewegst und alles andere hältst. Oder muss man so ein bisschen gucken, was für einen am besten selbst funktioniert. Ja. Und ja, bei dem ging das auch mit einer Zeit dann irgendwann, dass er dann so sagt, okay, jetzt weiß ich, wie muss ich das halten, wie stütze ich meine Finger ab oder so. Ne? Und dann auch die Unterarme zum Beispiel auf dem Tisch flach auflegen oder sowas zum Beispiel. Ne? Dass man so ein bisschen so die Hände wie so eine, ja, wie wenn man die Hände so ineinander legt, wie so eine Schale fast so ein bisschen ungefähr hält. Ja. So auf dem Tisch liegend und so und das dann halt alles abstützt. Ja, das ist halt bei mir dieses, ich habe mir halt als Teenager beide Handgelenke kaputt gemacht. Und halt, ich habe halt zum Beispiel so Sachen, das ist mega nervig manchmal in der Stadt. Ich kann zum Beispiel einen Kaffeebecher in der Hand halten und dann schnappt plötzlich meine Hand auf. Ah, okay. Das ist ja, mega nervig. Der hat halt so ein Muskeltremor eher. Ja. Ja, ich hab halt auch Zittern. Ich habe das halt so ein bisschen gegengewirkt mit halt so, mit so Hand, weißt du, mit so Handgelenk- und Fingermuskeltraining. Dadurch ist es besser geworden, definitiv. Mhm. Sehr viel. Aber es ist halt immer noch, es gibt halt so Momente, wo einfach meine Finger sich plötzlich abspreizen oder mein Handgelenk plötzlich anfängt weh zu tun, wenn ich zu viel Gewicht drauf lege, weißt du? Einfach so solche Sachen, die ich halt vorher konnte, definitiv. Ne? Wo sie halt gesagt haben, ja, kann man halt nicht viel machen, außer halt ein bisschen Muskeltraining gegengehen. Deswegen ist es halt, selbst wenn ich meine andere Hand zum Stabilisieren nutze, immer noch halt, weil halt beide Hände im Arsch sind, halt immer so eine spannende Sache, ob es halt funktioniert oder nicht. Aber das ist halt auch interessant, halt eben. Deswegen mache ich es ja trotzdem. Und werkel mich da so ganz langsam rein. Weil ich habe schon so viele Hobbys, wenn ich da jetzt auch noch mit ernsthaft anfange, dann goodbye sleep. Genau, ich kann ja auch noch Chosen fragen, der wohnt ja auch direkt ums Eck, im Endeffekt. Der ist ja auch schon nächstes Wochenende wieder hier, weil dann haben wir Spieleabend hier. Gucken, ist es das? Ich suche gerade nach dem Video für Chosen. Ja. Nee, das ist das nicht. Zogge, sagt er. Da gehen wir Zogge. Ja. Aha. Ja, das ist so schlimm. Das ist vor allem, wenn man eins von den Hobbys dann so zum Beruf gemacht hat, weil du das dann kaum noch privat machst. Das ist zum Beispiel jetzt auch was, da habe ich ja schon ein paar Mal drüber geredet, warum ich jetzt eventuell das ein bisschen umschifte. Halt nicht komplett, aber halt so zum Teil. Um halt ein bisschen mich dazu entlasten, damit ich auch wieder mal so zum Beispiel halt die Sachen für zum Beispiel den Pokémon-Livestream war jetzt das erste Mal seit einer Weile, dass ich wieder richtig Designs für den Stream gemacht habe. Zum Beispiel. Mhm. Und das sind halt einfach nur so Sachen, die mir dann auffallen. Weißt du, dass ich halt irgendwie... Also ich schreibe dann vielleicht, aber ich male halt nicht mehr so viel für die Streams. Einfach, weil ich nicht irgendwie dann nicht die kreative Kapazität habe, weil halt die Arbeit dann zehrt da dran. Deswegen versuche ich jetzt ein bisschen was zu shiften. Dankeschön. Ja, ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe lange nicht mehr gepixelt. Ich kann das ja mal in den Stream hauen, damit die Leute, die es noch nicht gesehen haben, mal eine Idee kriegen. Und halt, ich habe halt das Summer Jam Logo für Dings gemacht. Da kann ich gleich auch nochmal ein bisschen was drüber erzählen, was so die Idee und der Plan ist. Aber wir können ja auch mal Werbung für das Pokémon-Ding machen.
Da ja auch gerade zwei Leute anwesend sind. Ich habe gerade nur was gefunden, wie du so Stockings malst, aber auch mit einer Airbrush. Was halt auch so halb translucent ist. Das ist das aber nicht gewesen. Ich weiß, dass die irgendwie so eine fließende Robe hatte, die Figur. Ja. Also hier ist einmal auch so mit Umrahmen Bescheid, weil es einmal halt das Pixel Art von unseren drei Charakteren aus Pokémon-Runde. Bei Frodo. Also Frodo leidet. Also der Almost Chosen im Chat. Umbreon spielt den Charakter ganz links, ich spiele den Charakter ganz rechts und meine Freundin Clara spielt die kleine Lady in der Mitte. Und wir haben jetzt gerade sozusagen unsere Pokémon-Reise begonnen, beziehungsweise ich wurde mitgeschickt. Mitgeschlört quasi. Mitgeschlört. I'm not prepared for this sort of anarchy. Und halt Umbreon und Clara spielen halt Zwillinge, Sais und Violet, und ich spiele halt den älteren Bruder Indigo. Edge. Und die hat vielleicht ein Glück, was die letzte Runde gefangen hat. Ich spoiler das jetzt nicht. Aber. Nee, guckt es. Aber. It's awesome. Goddammit. Goddammit, Frodo. I want one too. Goddammit. Why is my character so inactive? We all want one. Hier ist das eine Stream-Layout. Das hat er, glaube ich, im letzten noch nicht benutzt. Aber das ist so das. So, ich sag jetzt mal so das Standard-Layout, wenn wir nicht kämpfen. Chillt. Nein, Frodo. Nein, wir chillen nicht. Das heißt halt, also die Edition in Anführungsstrichen heißt halt Pokémon Lilac. Und wir sind halt die drei Lilac-Geschwister, die jetzt halt. Genau, weil alles irgendwie so mit Lila zu tun hat und ja. Genau. Und wir ziehen jetzt Indigo, durch Violet und Zeiss ist, also wahrscheinlich spricht man es anders aus, aber es wurde quasi von mir sozusagen amerikanisiert. Wahrscheinlich Cisse oder so, ja. Cisse, irgendwie ist, sowas, ja, wahrscheinlich. Ist chinesisch für Lila ebenfalls, ja. Ja. Du kriegst deine Pokémon, wenn du sie brauchst. Alles chill. Er braucht sie jetzt sofort! Oh, nein. Ich will jetzt Pokémon fangen! Nein, alles gut. I'm just kidding. Everything is fine. Wippt langsam vor und zurück. Kurzer Ladefehler in meiner Stash-Datei. Und dann habe ich halt so einen klassischen Kampfscreen gemacht. So ein bisschen wie wir den auch bei Splittermond haben. Und wie zeichnet man solches Pixel ab? Zeichnet man dafür ein normales Bild und nutzt dann einen Filter in einem Zeichenprogramm wie GIMP drüber? Nein, du machst jeden Punkt einzeln. Ja, du pixelst wirklich von Hand. Also ich habe mir halt Pokémon-Trainer angeguckt und mir halt auch so Posen angeschaut und mir welche rausgesucht, die halt auch passten, und habe dann sozusagen selber Charaktere gepixelt, die nah dran sind vom Design und so vom Look an den Pokémon-Trainern. Ich glaube, entweder aus Black and White oder aus Diamond Pearl. Waren sie, glaube ich. Ja, und dann pixelst du halt von Hand. Also manche Leute machen vorher eine Skizze, manche Leute starten einfach. Das ist halt ähnlich wie beim Zeichnen. Also es gibt halt in Photoshop zum Beispiel, gibt es halt extra dafür einen Brush, der halt sozusagen, der halt ein Pixel ist. Und du kannst die dann halt in Photoshop vergrößern, dass du halt sozusagen, dass die nicht unscharf werden, wenn du die größer ziehst. Das habe ich halt auch gemacht. Ich habe die halt, glaube ich, auf irgendwie 1500 mal irgendwas halt hochgezogen dann, damit ich die für halt so Design-Artwork benutzen kann. Und halt die ganzen Dinger außen, die habe ich halt auch gemacht. Die ganzen Boxen und die Trainerpässe und das Logo. Außerdem Pokémon-Schriftzug, weil der ist ja Trademark Nintendo, / Game Freak. Und da hatte ich, glaube ich, noch hierfür, hatte ich noch, let me see. Ich überlege gerade, ob das überhaupt ein Video war. Vielleicht war es auch ein PDF, weil ich habe auch ganz viele PDFs zu dem Thema. Der Moment, wenn man es nicht mehr genau gerade weiß. An mir selbst verzweifelt. Und halt für den Kampfscreen habe ich halt noch das hier im Hintergrund sozusagen, dass wenn er gerade keine Webcam oder also kein Roll20 oder so drin hat, dass dann das da sozusagen ist. So. Ja, halt sowas. Das habe ich halt seit einer Weile nicht mehr gemacht. Und da war, hatte ich jetzt auch mega Spaß dran. Ich muss da auch noch mega viel für machen. Wir haben halt auch How to Painting and Modeling, Color Theory for Training, for TGs, Game Color Combos, Gem Tutorials, genau, Edelsteine malen ist auch wieder
so ein Special-Ding. Hey, Nuvok. Lettering, wie macht man irgendwie gotische Buchstaben auf 0,2 irgendwas Millimeter Größe? Und solche Sachen. Ja, ja. Oh, genau, das kann ich ja nochmal eben, weil ich es gerade sehe. Da können wir ja mal kurz Werbung für machen, für diejenigen, die es noch nicht mitgekriegt haben. Nächsten Monat läuft auf Nerdpol wieder ein kleines Event, Evante. Das Ganze nennt sich der Nerdpol Summer Jam. Ich füge das mal hier so ein. Nothing but a summer jam. Es geht halt so um Musik und Sommer im Endeffekt. Die Idee ist halt zum Beispiel Abenteuer zu schreiben oder Charaktere zu bauen, die zum Beispiel auf Songs basieren oder halt Abenteuer, zum Beispiel, keine Ahnung, was hatte ich als Beispiel genannt, irgendwie eine Zombie-Apokalypsen-Runde halt in so einem Ferienresort oder sowas. Halt so Zombie-Island-mäßig hieß es, glaube ich. Ne, halt so, halt solche Sachen. Es muss jetzt natürlich nicht Zombies sein, aber halt irgendwas. So ein bisschen zum Sommerthema oder halt zum Musikthema oder gerne auch beides. Es gibt tatsächlich keinen Anmeldeschluss, außer halt irgendwie 1-2 Tage vorher, damit wir Bescheid wissen und Werbung machen können dann für die jeweiligen Streams und Videos. Also es ist diesmal nicht nur auf Streams reduziert, sondern man kann auch Artikel schreiben oder Videos produzieren. Ich glaube, das mit den Artikeln, ich weiß gar nicht, ob ich das drin habe, das muss ich glaube ich nochmal reinschreiben, tatsächlich in den Thread auch. Halt die Idee ist generell einfach, dass wir mit möglichst vielen coolen Shit zum Thema, so zum Sommerthema machen. Ich werde auch selber definitiv wieder eine Sandboxing-Episode machen und schauen, ob ich vielleicht dann noch irgendwas anderes mache. Mal schauen. Weil das läuft ganz gut zusammen mit dem, dass ich ja gerne so eine Sammlung an kleinen so One-Shots machen wollte für so halt sowas wie das Mert in Dortmund zum Beispiel, dass ich da einfach 2-3 Abenteuer habe, die ich einfach so aus dem Ärmel schütteln kann, die kurz genug sind und so. Dass man die schön auf einer Con spielen kann. Ja. Und ich hoffe halt, dass Leute darauf Bock haben. Ich glaube, 2 Leute haben schon Projekte angemeldet. Ich werde halt auch noch selber eins machen. Und dann kicken wir mal. Ich will irgendwann mal mein Con-Abenteuer, was ich jetzt schon habe, das Erbe von Twibblewobble ist der dritte. Ach das, ja, das habe ich ja auch einmal mitgekriegt. In PDF-Form darbringen mit irgendwie Fotos von dem Dungeon, mit den einzelnen Räumen, mit Minis und Stuff, weil ich habe ja den ganzen Kram da. Ja, sozusagen so und Listen, was du benutzt hast im Endeffekt, um es darzustellen. Ja, nicht nur Listen, aber wirklich das Abenteuer. Nee, auch die Fotos meinte komplett ich. Und, ne? Genau, und dann halt so, ne, Raum 1, sieht folgendermaßen aus, ne, beschreibt das und das noch so nach dem Motto und so und dass und das passiert und dass man halt dann auch Bilder dafür hat und ja. Ja. Oh Gott, dieses, ja, dieses Color Theory Bild. Das ist doch bestimmt auch was für dich, wo du dich komplett rein versenken kannst. Stunden. Aha. Ich schick dir das mal. Don't do was it. Was hast du jetzt davon? Das hast du jetzt davon. Ich kann ja nochmal, wo gerade neue Leute dazugekommen sind, Moment. Kann ich ja nochmal, wo ist er? Cool Mini or Not, the Ultimate Painting Guide. War es da drin? Chosen spielt ja gerade Curse of Strahd und Enno, oh boy, dieser erste Dungeon. Ja. Was ist falsch mit den Autoren? Das ist immer eine gute Frage. Für die, die es nicht mitbekommen haben, hier nochmal der Link. Ich mache gerade so eine Abstimmung, ob die Leute Bock haben, dass ich über meine Australien-Adventures so Old Man Löffel erzählt, macht eine Dia-Show mäßig. So ein Dings, wenn ihr da Böcke drauf habt. So, jetzt gucke ich mir mal an, was der Umbrill mir da geschickt hat. Ah ja, so eins, ja. Die kenne ich. Painting Faces with Expressions. Ja, das ist ein Cover, ich muss mal eben gucken, von wem. Das ist, meine ich, ein Cover von Musical Ghost. Es ist nicht Insane in the Rain. Ich meine, das ist Musical Ghost, der das gemacht hat. Das ist nicht Sim Gretina. Ich meine, das ist Musical Ghost. Halt meine Musiker, also die Musiker, von denen ich die Musik drin habe, die stehen immer unten rechts. Und da, ich glaube, die habe ich auch in den Boxen unter meinem Twitch-Stream verlinkt. Das heißt, da könnt ihr einfach draufklicken und dann kommt ihr auf die Kanäle. Die haben super Cover.
Und ich darf die halt in meinen Streams benutzen, solange ich Werbung mache, und das tue ich ja. Und halt kreditiere und so. Die sind alle drei top-notch. Games done quick? Natürlich! Irgend so ein Typ. Excuse me. Hast du Fragen? Werde wahrscheinlich auch... Ich weiß gar nicht, läuft jetzt gerade wieder einer? Ich bin gerade nicht ganz up-to-date. Ich meine schon, ne? Bin ich auch nicht up-to-date. Ich muss mal eben kurz gucken, ob jetzt schon wieder einer läuft, weil ich war jetzt die letzten paar Wochen halt mild busy. Oh, das ist schönes Blut. Ich gucke gerade dieses Mal-Tutorial-Buch. Wir haben Umbreon verloren. Ja, so Blattsplatter-Effekt oder Rost oder so, ne? Scratch-Marks auf Rüstung und sowas. Oh ja, ab morgen. Was. Ab morgen läuft GDQ 2019. Genau, Sonntag fängt es wieder an. Da werde ich definitiv auch dieses Mal spenden, weil ich habe ein bisschen Geld und dann kann ich das auch mal machen. Da muss ich mir dann mal angucken, wer so wann spielt. Weil ich habe ja so ein paar, die ich echt gerne mag. Muss ich da mal gucken. Und auch auf welche Spiele, wie gesagt, ich Bock habe. The Legend of Zelda Minish Cap bei... Das muss ich dann vielleicht gucken. Ja, für die, die es nicht wissen, Games Done Quick ist halt in sich halt Speedruns. Und die machen halt immer so Events übers Jahr hinweg, wo die halt Geld sammeln, so für Cancer Research und solche Sachen. Ja, für guten Zweck. Ja, für guten Zweck. Und die machen auch immer ziemlich ordentlich Money. Also so, die spenden schon ganz schön ordentlich. Ich glaube immer, die schaffen, meine ich, immer zwischen 1 und 2 Millionen oder so. Ist schon, weil die Leute dann halt zum Beispiel auch so Sachen wie bei Metroid dann zum Beispiel Save the Animals or Kill the Animals und so einen Scheiß, dann können die Leute da halt mit Geld abstimmen sozusagen. Also mit Spenden. Was haben sie denn hier so? Oh nein, da verliere ich mich jetzt drin, Leute. Das gucke ich später nach, sonst ist der Morgenkaffee vorbei, weil ich nur noch da durchscrolle. Oh nein. Borderlands 2, Co-op, All Quests. Oh, ihr Monster. Oh, ihr Monster. Why? Oh, das ist Dienstag. Oh, da muss ich gucken, ob ich da kann. Oh, no. Ich gehe da jetzt weg. Das ist gefährlich. Gefährlich ist das. So, Umbreon, jetzt muss ich dich aber wieder da rausziehen aus deiner Suche. Ja. Weil zum nächsten Thema kannst du ein bisschen mehr erzählen als ich, weil ich tatsächlich da nicht so ganz aktiv in der Planung beteiligt war, einfach weil ich arbeits- und privatzeittechnisch einfach nicht konnte, nämlich die NerdCon, die ja jetzt auch gar nicht mehr so weit weg ist tatsächlich. Genau. Die NerdCon haben wir, das ist quasi unsere hauseigene Mini-Convention halt. Oder so der erste Testlauf davon auf jeden Fall. Genau, der erste Testlauf. Und genau, du hast es auch schon eingeblendet. Na, 23.08. bis 25.08. ist das. Und ja, die Grundidee ist so ein bisschen daraus entstanden, dass eigentlich irgendwann mal Leute zusammengesessen haben und gesagt haben, ey, wie geil wäre es denn mal, wenn wir uns irgendwie, keine Ahnung, mit 5, 6, 7, 8 Nerdpolern oder so, dass wir so ein, zwei Rollenspielrunden haben. Oder vielleicht auch 10. Zusammen irgendwie ein großes Ferienhaus irgendwo mieten zum Beispiel und dann ein ganzes Wochenende durchnerden, ja, und wirklich von Freitag bis Sonntag irgendwie Rollenspiel spielen. Wie cool wäre das denn? Das war so die Grundidee davon im Ursprung, im allerursprünglichsten Ursprung. Und die Geschichte schwebte schon irgendwie ein bisschen lange rum und dann gab es dann halt die Option zusammen mit Feder und mit dem Engonien e.V., die halt weil da haben wir gedacht, okay, wir können das auch größer machen mit mehr Leuten, mit, weiß nicht, nicht 10 Leuten, sondern vielleicht 20 oder 30 oder, naja, mal gucken, wie wir das machen. Und jetzt haben wir halt eine Bildungsstätte halt komplett, inklusive einem Turm, wir haben einen Turm, ja. Und ganz viele andere Leute haben auch gesagt, ja, wir treffen uns dann mal, wie Rex bereits sagte. Und und jetzt haben wir Platz für, ich glaube, 55 Leute insgesamt. Ich glaube, knapp 10 Tickets sind noch verfügbar. Ja. Und wir werden halt mit den aktuell fast 40 Leuten, die wir jetzt sind, ein komplettes Wochenende durch Nerden Rollenspiel spielen. Ihr könnt natürlich auch so, weiß nicht, Magic oder sowas zwischendurch gegeneinander zocken oder andere Sachen. Oder mal gucken, was wir sonst noch da Lustiges machen.
Und das ist ein ganzes Wochenende. Das heißt, nee, ihr müsst nicht wieder nach Hause fahren die Nächte, sondern es ist komplett mit zwei Übernachtungen drin, von Samstag auf Sonntag und von Freitag auf Samstag. Es ist Vollverpflegung mit drin. Ja, also das heißt, Frühstück, Mittag, abends gibt es Essen da. Weil es, wie gesagt, Jugendbildungsstätte ist, ist ein bisschen so jugendherbergenmäßig, aber ich würde schon sagen, also im Vergleich zu vielen Jugendherbergen, wo ich früher in der Schulzeit war, ein bisschen hübscher. So ein kleiner Step-up, sagen wir jetzt mal, von der Standard-Jugendherberge. Ja, genau. Also, ja, die Betten sind auf jeden Fall wesentlich schöner als das deren Metallbetten und sowas. Das ist hier auf jeden Fall viel schöner. Und ja, auch schön in der Natur gelegen und so. Mal gucken, sollten wir das nochmal machen? Vielleicht können wir dann auch beim nächsten Mal vielleicht irgendwie draußen sowas wie Grillen machen oder so. Das ist ein bisschen die Idee. Es hat einen relativ großen Platz, auch für Lagerfeuer oder so, oder sowas wie Stockbrot oder Marshmallows grillen oder irgendwie sowas zum Beispiel. Aber wie gesagt, das müssen wir gucken. Das muss aktuell, man dann halt auch vom Feedback abmachen, abhängig genau, machen. Genau, genau. Ne? Wie gesagt, bis jetzt ist es halt erstmal ein Test. Wir probieren das einmal aus. Das Ganze kostet fürs gesamte Wochenende, weil das für viele wichtig ist, 75 Euro. Aber das ist halt, wie gesagt, das sind halt auch mehrere Übernachtungen und Food. Genau, also das ist schon zwei Übernachtungen und das ist komplett Essen. Also wir müssen nicht irgendwie noch essen. Du roboterst gerade ein bisschen. Test, test, test. 1, 2, 3. Also du hast halt gerade, bei mir war es halt so, dass du manchmal so rausgecuttet bist mit einem Satz. Okay. Vielleicht müssen wir einmal eben den Call neu starten. Kann sein, dass der gerade spinnt. Moment. Ja, oder du kannst... Nee, Western Europe sind wir schon. Also wenn du mich jetzt normal hörst. Ja, ich hatte es halt zwischendurch immer kurz, dass mein Wort verschwunden ist oder so. Was sagen denn die Leute? Hört ihr mich oder hört ihr mich nicht? Habt ihr das gemerkt? Jetzt gerade geht's wieder, dann war wieder ganz kurz so ein Mini-Einbruch mittendrin. Ich glaube, wir machen mal eben kurz... Ich starte einfach mal den Call neu, weil manchmal klärt das ja alles. Okay, bis gleich, Leute. Wir sind sofort wieder da. Das dauert ja nur ein paar Sekunden. Gott sei Dank. So, palüm, palüm, da bin ich wieder. Hallo, hallo. Ja, ich switch uns nochmal eben auf Western Europe. So. Ja. Wir weg. Das, was Löffel sagt. Okay, Mini-Einbruch, jetzt geht's wieder. Okay. Ja, wie gesagt, wenn irgendwie sowas ist, einfach Bescheid sagen. Dann können wir das fixen. Oder wenn zum Beispiel irgendwie die Lautstärke von irgendwas zu laut ist oder so, dann schreit oder einfach. Zu leise oder sowas. Oder ja, zu leise, ja. Wie gesagt, ruhig meckern, weil wir kriegen ja das andere Ende des Mikros nicht mit. Genau. Also ich lese mal vor, nochmal für die genauen Zahlen. Also es gibt 45 Teilnehmerplätze, so wie ich das jetzt gerade sehe. Und aktuell sind noch 12 frei vom Stand von gestern. Das heißt, ein bisschen Platz ist noch. Das heißt, wenn es euch interessiert, es sind aber jetzt, glaube ich, nur noch diese Woche, die man Zeit hat. Genau, genau. Weil wir müssen natürlich dann irgendwann auch planen. Das heißt, quasi bis Ende des Monats habt ihr noch die Chance, eben Tickets zu haben. Deswegen haut auch unbedingt auch Leute an, die vielleicht Interesse haben könnten. Weil nicht jeder weiß das, nicht jeder hat das gesehen. Und ja, solange, wie gesagt, noch welche da sind, könnt ihr da noch zuschlagen. Einige Leute haben gesagt, ja, 75 Euro ist, keine Ahnung, ich bin Schüler, Student, vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Dadurch, dass das über den Engonien e.V. geht, könnt ihr auch mit denen eine Ratenzahlung vereinbaren. Ja, das heißt, da gibt es eine Option. Da müsst ihr euch dann entsprechend, da ist eine Kontakt-E-Mail-Adresse an die Leute wenden, dann könnt ihr das in 3 Monaten nach 25 Euro bezahlen, zum Beispiel. Das ist jetzt was ich mitbekommen habe. Was halt von uns entgegenkommen ist für Leute, die sagen, puh, ne, das wird mir sonst ein bisschen knapp oder so. Deswegen, also das sollte euch eigentlich nicht davon abhalten, vorbeikommen zu können. Ja, wo vorbeikommen, wo ist es? Es ist in NRW. Die Location liegt hauptsächlich daran, dass einfach da diese Jugendbildungsstätte ist, die echt hübsch ist und vom Preis auf jeden Fall für uns angemessen ist. Und das Wichtigste ist, wir haben die komplett für uns alleine. Ja, das heißt, da sind nicht irgendwelche lärmenden Schulklassen dabei oder keine Ahnung, besoffener Kegelclub oder irgendwie sonst was, die zufälligerweise auch da sind, sondern ne? Ja. Da sind nur wir. Plus eben natürlich die Leute von dem Ding, Städte, die natürlich zum Beispiel dann das Essen machen oder solche Sachen. Aber ansonsten gehört uns die ganze Bude alleine für das komplette Wochenende, was ich zum Beispiel super wichtig finde. Ja. Das ist halt auch sowas, ne, so, weil das vielleicht auch interessant ist zu adressieren. Manche hatten sich halt zum Beispiel, vielleicht, das wäre vielleicht irgendwann mal interessant für ein, weißt du, für einen zweiten Event-Test neben der NerdCon, was sich ja manche auch gewünscht hat, dass man vielleicht mal mehr sowas macht wie das Mert irgendwo, weißt du, wo sich die Leute selber eine Übernachtung organisieren. Genau. Das könnte man vielleicht mal fürs nächste Jahr dann gucken, ne, je nachdem jetzt auch, wie die NerdCon läuft. Aber wir machen jetzt erstmal diesen Test, wie das rankommt, ne, und wie das so wird.
Genau, und halt eben auch, weil ganz viele halt sagen, es ist sehr weit weg mit der mit NRW. Das ist halt, glaube ich, das, was ganz viele haben. Leuchtstern sagt fast 500 Kilometer. Ja, ich weiß, wie gesagt, irgendwo mussten wir es machen. In dem Fall war es jetzt an einem Ort, wo, also NRW ist natürlich, ne, bevölkerungsdichtestes Bundesland. Und da wir sind haben sehr viele Nordpoler auch. Wir haben allerdings, genau, und sehr viele Nordpoler sind auch da und vor allen Dingen auch, so, zumindest rundherum auch die ganzen Admins und auch die von Engonien sitzen da auch, die das ja auch mit organisieren. Das heißt, die werden dafür halt ungern, weil sie nicht nach Bayern fahren zum Beispiel, komplett nur um dann, ne, das dann da auszurichten, sondern es ist natürlich dann eher praktisch, dass die Leute, die es dann auch machen, halbwegs in der Nähe sind. Wir haben allerdings einen, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war, aber der will aus Österreich ankommen und hat da, oh cool, ich weiß nicht, einen halben Tag Reise oder irgendwie sowas ist vor sich, irgendwie sowas. Und ja, freue ich mich auf jeden Fall auch drauf, fand ich sehr cool. Genau, für irgendwen ist es immer weit weg, ja. Ja, das ist einfach so. Das hatten wir zum Beispiel, da kann ich auch eine schöne Anekdote drüber erzählen. Da hatte ich mal vorgeschlagen in der Lab-Community, in der ich drin bin, dass wir mal ein Meetup machen. Und da hatte ich halt Münster, halt meine Heimatstadt, vorgeschlagen, weil das war halt für mich dann am einfachsten, da was zu organisieren. Und Münster ist jetzt auch nicht so schwierig zu erreichen, sage ich jetzt mal. Ne, weil, ich auf jeden Fall auch schon mal zentraler in Deutschland als jetzt. Wir sind ja sehr, sehr, sehr westlich. Ne, und das war halt zum Beispiel da, aber so, da haben auch ganz viele gesagt, das ist ihnen viel zu weit weg. Und das ist dann darin geendet, dass wir in sich dann zwei Meetups hatten. Eins in Bochum, in den Vier Winden, und eins in Berlin. Ne, weil halt, ne, damit das ging. Und es waren halt, manche Leute waren bei beiden, aber das war dann so irgendwie, ganz viele hatten dann sofort Panik, weil sie dann wieder zu einem Meetup nicht kommen können, weil es halt in NRW ist. Aber das ist halt einfach immer das Problem. Die Leute wohnen an vielen Stellen und es ist immer schwierig. In Spangenberg. Spangenberg, okay. Hessen. Interesting. Wo ist Spangenberg? Das wusste ich noch gar nicht. Das ist interessant. Ja, und das ist halt, wie gesagt, das, man muss ja auch bedenken, die NerdCon ist jetzt die erste. Das muss man halt ausbaldowern. Und dann auch im Endeffekt dann schauen. Ne, wie gesagt, das ist ja auch im Endeffekt nur ein Angebot. Ne? Für manche passt es vielleicht auch einfach vom Setup her nicht. Da muss man halt schauen, ob man dann vielleicht alternativ nochmal andere Angebote rausschmeißt. Ne? Genau, also das zu der Vollverpflegung halt auch nochmal zu sagen. So. Es gibt freitags, gibt es halt, weil nachmittags Anreise ist, gibt es halt Abendessen, samstags Frühstück, Mittagessen, nachmittags Kaffee und Abendessen, also komplettes Programm. Und sonntags nochmal ein Frühstück. Und es gibt halt auch die Optionen, das könnt ihr alles angeben, wenn ihr euch anmeldet, für vegetarisches, veganes Essen, laktosefrei, glutenfrei, also alles Mögliche, was irgendwie an Nahrungseinschränkungen oder bewusste Entscheidungen oder eben auch Allergien und so ist, kann darauf eingegangen werden, wenn ihr das direkt bei der Anmeldung angebt. Ja, also auch da kein Problem. Ja, da gibt es eine relativ große Auswahl dann. Aber wie gesagt, müssen halt dann die Leute vorbereiten. Das heißt, bei der Anmeldung einfach angeben, gibt es ein extra Feld für, ob es irgendwelche, ja, entweder Lebensmittelunverträglichkeiten gibt oder eben ihr bewusst sagt, nö, ich würde gerne nur vegan essen zum Beispiel oder so, kein Problem. Ja, also auch das ist, haben wir abgeklärt mit dem Veranstalter, also mit dem Veranstaltungsort. Ja, das ist alles machbar sozusagen. Genau. Ja, Getränke gibt es ebenfalls auch da zum, ja, nahezu Selbstkostenpreis. Also auch da, jetzt zahlt er nicht irgendwie für, weiß nicht, eine 0,5er Cola irgendwie 3 Euro oder so, wie auf manchen Conventions. Oder so. Ja, sondern eher, ja, wir haben natürlich auch nichts dagegen, wenn ihr jetzt irgendwie, was weiß ich, ein, zwei Flaschen Cola im Rucksack dabei habt. Nuvok fragt, ist Bacon Only eine Option? Bestimmt, wenn du. Bestimmt, ja, gerade zum Kaffee oder so, auf jeden Fall, ja. Ich meine, im Endeffekt, wenn das so buffetmäßig läuft, dann kannst du wahrscheinlich einfach die ganze Zeit den Bacon plündern. Dann gucken die wahrscheinlich ein bisschen verwirrt, aber theoretisch kannst du es tun. Das wird für mich auf jeden Fall auch eine Option sein. Also, keine Ahnung, beim Frühstück Bacon, Eier, Käse. Ja. Genau, da hatten wir uns, bevor wir live gegangen sind, drüber unterhalten, weil Umbreon und ich, wie ja auch noch ein paar andere in der Community, haben ja eine Weight Loss Story gehabt, im Endeffekt. Sozusagen halte ja jetzt momentan beabsichtigt auf, also ich bin immer noch ein bisschen übergewichtig, aber nicht mehr viel, aber mein Körper musste halt erst nachziehen. Und Umbreon hat halt jetzt sozusagen wieder angefangen vor einer Weile, ne? Ja, ich habe jetzt vor 4 oder 5 Wochen ungefähr wieder angefangen, auch mit Sport, also effektiv jeden Tag in der Woche, also 5 Tage die Woche quasi Sport, mit 2 Tagen davon 3 Stunden Fitnessstudio und solche Sachen und halt auch Ernährungsumstellung. Erst halt Low Carb und jetzt halt umgestellt auf komplett ketogen.
Und ja, es funktioniert erstaunlich gut. Für die Leute, die das nicht wissen, das heißt keine Carbs, sind genau. mäßig Protein und sehr viel Fett ist Ketogen. Genau. Ja. Weil der Körper brennt das dann einfach weg, wenn man den darauf sozusagen trainiert. Weil Carbs plus Fett ist halt das, warum du einlagerst. Halt Zucker, Zucker und Carbs sind halt eigentlich die Fettmonster und nicht so sehr das Fett selber. Und nicht das Fett selber, ja, genau. Ja. Und das heißt, du darfst halt Wurst essen, fettigen Fisch gerne auch, Käse, gut, Fisch esse ich nicht. Cheese. Nüsse teilweise, ne, also sowas wie Mandeln sind super gut. Aber du musst es halt schon sehr strikt einhalten. Es sind halt schon Wenn du zwischendurch irgendwie eine Tüte Chips reinhaust oder Nudeln irgendwie dick mit Bolognese, also die Bolognese ist zwar gut, aber die Nudeln nicht. Ja. Dann ist das Ding komplett wieder für Nüsse, weil dann fängt der Körper nämlich an, dann das Fett einzulagern wieder. Also das ist, da darfst du dann gar nicht irgendwie in die Richtung abweichen. Ja, das kann, du kannst dann allerhöchstens Kein Brot gucken, natürlich. Genau, du kannst dann halt gucken, wenn du halt an deinem Wunschgewicht angekommen bist, dass du dann eine Diät halt einhältst, auf der du hältst. Das ist halt der Plan dann. Genau, ne? Also im Gegensatz zu Low Carb, wo du halt irgendwie einmal die Woche oder zwei Wochen einen Cheat Day einlegst, ist das bei... Halt gar nicht so, ne? Genau, meine ich? Gar nicht, genau. Ja, weil das haut dich dann erstmal wieder für 2, 3, 4 Tage komplett raus aus der die sogenannte Ketose, nennt man das. Genau, wo man dann halt auch wieder gaint, weil der Körper dann halt, ne? Genau. Das war halt zum Beispiel bei mir so, mein Körper fand Keto-Ernährung ist super komisch. Genau, also es schwitzt und man sollte öfters auch mal ein Kaugummi benutzen, weil sobald man in der Keto... Ketose ist, kriegt man auch Mundgeruch dadurch. Also noch öfter mal Zähne putzen und wie gesagt Kaugummi, ja. Aber da kann man entgegenwirken halt. Ja, heutzutage gibt's ja genug Zeug, um, sag ich mal, sich da zu retten. Und Mundhygiene, ne, so, ist immer gut generell. Ja, sowieso, aber halt dann noch mal extra. Ja. Ja, das heißt, hat das öfters gemacht. Also das ist halt schon was, das musst du dann auch relativ durchziehen, ne, weil... Das kannst du nicht 2 Wochen dann nicht oder so, weil du brauchst halt allein, so sagt man durchschnittlich, so 1 Woche bis 10 Tage, bis du wirklich komplett dein Körper sich umgestellt hat und wirklich in diese Ketosephase kommt. Ja. So. Und wenn du halt zwischendurch dir dann irgendwie dick Nudeln reinhaust, dann ist das komplett für Nüsse. Ja, wie gesagt, bei mir war es halt so, bei mir hat halt Low Carb vollkommen ausgereicht. Ich habe auch keinen Sport gemacht, sollte man anmerken. Ich bin nur spazieren gegangen. Also bei mir war es halt, ich habe glaube ich über, was war es, irgendwie über ein Dreivierteljahr oder so habe ich 33 Kilo abgenommen. Ich habe halt nur, bin halt nur 10.000 Schritte am Tag gegangen. Ich war halt nicht im Fitnessstudio, bin nicht joggen gegangen, sondern halt einfach nur striktes Gehen. Also halt dieses, ich habe dann halt nicht angehalten und rumgedüddelt, sondern bin halt sozusagen bewusst gelaufen, sagen wir jetzt mal. Bewusst spazieren gegangen halt mit dem Hund, was ich ja sowieso schon gemacht habe, aber dann halt einfach mit einem etwas schnelleren Tempo. Und das halt plus Ernährungsumstellung halt auf Low Carb hat halt bei mir gereicht. Das muss man halt gucken. Ich glaube, Keto wäre mir ein bisschen zu anstrengend an manchen Stellen, muss ich gestehen. Aber sehr cool, dass du das schaffst. Weil ja, und natürlich checkst du das halt auch mit der App, dass du dann auch da... Ne, weil es gibt ja also Leute, also das ist erstaunlich, weil es ist halt nicht, dass du denkst, dass das funktioniert. Aber ich habe jetzt, Ketogen habe ich jetzt irgendwie, ich glaube 3 Tage, 4 Tage jetzt erst. Und ich habe in der Zeit jetzt auch schon wieder 2 Kilo abgeschmissen. Ja. Und weil ich halt vorher schon mit Low Carb angefangen habe und das dann sozusagen, ne, ich bin ja nicht von 1 zu 0, von 0 auf 100 quasi darunter, sondern Schrittweise. Und ne, für meine Körpergröße, für mein Gewicht und so, habe ich halt trotzdem irgendwie am Tag meine, 2500 Kalorien so um den Dreh, also meistens so 2200. Und wenn ich halt Trainingstag habe, wo ich halt richtig da Gas gebe, haue ich dann nochmal 500 drauf. Also bin ich bei fast 3000 Kalorien am Tag. Und das ist krass, aber es funktioniert halt trotzdem, dass du abnimmst dadurch. Ja, das ist... Weil halt dem Körper beigebracht wird, ey, pass auf, das, was du bekommst, ist Fette. Also arbeite damit. Ja, so, mach das weg. Ja, genau, das weil... ist das, weil andere kriegst du nicht. Ja, weil ansonsten benutzt es halt Carbs, um dich voranzutreiben und lagert Fett halt ein für schwierige Zeiten. Und wenn du halt, und Zucker halt logischerweise für Antrieb, ne, und auch einlagern unter gewissen Umständen. Je nachdem. Man muss halt einfach gucken, nur so dann sozusagen das umstellen. Wie gesagt, bei mir war es halt, sobald ich halt die Carbs weggelassen habe, ist bei mir sind auch die Pfunde, also nicht so schnell jetzt wie bei dir. Aber man muss aber denken, du machst ja auch noch Sport und so. Also bei dir geht es richtig ab.
das Lustige, finde ich, ist immer dieser Irrtum, dass die Leute dann glauben, weil ich war zum Beispiel runter zwischendurch auf 1200 bis 1400 Kilokalorien am Tag, weil ich halt keinen Sport gemacht habe. Hätte ich Sport gemacht, hätte ich auch mehr essen dürfen. Ja, das brauchst du noch, ja. Aber weil das Problem ist, wenn du zu sehr runtergehst mit den Kalorien, dann kriegt baut der Körper Panik. Nicht Fette ab, sondern dann baut er nämlich, genau, dann kriegt er Panik und dann fängt er nämlich auch an, Muskeln abzubauen und so. Und dann ist ja das, was du nicht willst. Genau, das darf halt nicht. Dann geht er nämlich auch da in die Eisenreserven und nicht nur das, was weg soll. Ja, genau. Das ist halt was, da muss man sich ein bisschen einlesen und das nicht einfach anfangen und glauben, das funktioniert, sondern halt genau gucken, was man macht. Halt zum Beispiel, deswegen muss man bei Low Carb halt die Cheat Days machen, damit der Körper nicht in eine Dürre, glaubt, du bist in der Dürrephase, sondern. Sich halt bewusst ist, okay, es gibt noch. Dann schreit er sich nämlich wieder was abzuwerfen, weil dann sagt er so, oh, sieht schlecht aus, das brauche ich vielleicht nochmal. Ja, und dann spart er alles ein und du wirst lethargisch und müde und lalala. Ja, und ich mache das halt auch in einer kompletten Gruppe und auch in Betreuung von einem, der ist halt Sporttherapeut und Ernährungsspezialist, keine Ahnung, wie man das nennt, offiziell. Also, ne, also der ist Trainer, kennt sich halt auch aus mit Sportverletzungen und danachherigen Behandlungen, also was so. Wie heißt das hier? Ja, Wiederaufbau geht und solche Sachen und so. Und das Ganze halt zusammen mit einer Gruppe. Und da gibt es halt irgendwie so ein paar Mädels, die halt nichts oder kaum was abschmeißen oder wieder hochpendeln. Was daran liegt, dass sie zu wenig essen und zu wenig fettig essen. So. Was total kontra klingt zu dem, was man so denkt, so. Wie das funktioniert. Ja, wir machen ja Nahrungstagebuch und dann sagen die halt, was die gegessen haben und die haben dann keine Ahnung. 1200, 1400 Kalorien und so. Ich sag, das ist zu wenig. Wie viel davon war Fett? Ja, so und so. Das ist viel zu wenig. Ja. Brauchst du mehr? Ja, zieh dir mal irgendwie noch ein Stück Käse abends, nicht abends, aber irgendwie über den Tag rein oder so. Ja. Und das wirkt so. Halt so, ne, so, wenn du das hörst, das ist zum Beispiel lustig. Auch, meine Diät war für irgendwie ein halbes Jahr, habe ich jedes Mal zum Frühstück, habe ich Bacon und Eier gegessen. Halt einfach nur ohne das auch Brot. Gut. Auch gut für Keto, super. Ja. Bacon, Eier und ich habe dann halt noch Joghurt mit Obst gegessen. Weißt du, das war so mein Frühstück und dazu halt einen Kaffee oder einen Tee meistens. Ne? Und oder das, auch Eier, gekochte Eier mit Mayo oder so. Das ist super gut dafür. Das klingt halt total kontra. Genau, das klingt halt total so. Oh, oder wenn man, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ja, ich habe so einen Viertelring von einer Fleischwurst gegessen. Was? Genau. Aber das ist halt, weil du halt das nicht auf Brot isst, sondern halt für sich halt irgendwie angebraten oder so, weißt du. Dann ist das halt was anderes. Oder zum Beispiel bei mir war es halt so, ich habe dann teilweise mittags so eine ganze Pfanne voll Gemüse und Hühnchen gefressen, weil das durfte ich. Ich konnte 3 Teller Gemüse und Hühnchen fressen. Ich sollte halt nur keine Nudeln und keinen Reis dazu. Aber ich konnte mich trotzdem vollstopfen wie die Hölle. Das hat halt nichts damit zu tun. Und beim Low Carb sollte man so alle 4 Stunden was essen ungefähr. Beim Keto solltest du im Idealfall so zweieinhalb Stunden was essen. Ja. Weil in dem Moment, wo du quasi Hunger verspürst, hast du schon was falsch gemacht. Weil der Körper soll keinen Hunger verspüren. Du sollst nicht viel essen dabei. Ne? Es geht darum, dass du immer irgendwas im Magen hast. So. Wenn es eine Handvoll Mandeln ist oder so. Mandeln ist zum Beispiel oder sowas. Ja, Mandeln sind super gut, weil viel Fett drin, kaum Kohlenhydrate. Und vor allem auch noch gesunde Fette, was super geil genau, ist. Ja, genau. Ich weiß, Umbreon mag die nicht, aber zum Beispiel Avocado fällt da, meine ich, auch rein. Weil die sehr viele gesunde Fette hat, aber halt nicht. Und auch Fische. So eine Dose Makrelen zum Beispiel für Leute, die Fischen mögen oder so. Ist super gut dafür. Ja. Das Einzige, was du eben nicht darfst, ist zum Beispiel sowas wie, es gibt ja so Fisch in Tomatensoße, weil in Tomatensoße wieder unglaublich viel Kohlenhydrate in Form von Zucker drin ist. Ja, ja. Genauso auch Tomatenmark ist sehr stark gezuckert. Nicht gut dafür, so gar nicht. Ist ja, zum aber Beispiel so bei Low Carb ölig, nicht so ein fettig, Problem, aber halt bei Keto halt. Genau. Ja, das könntest du zum Beispiel gut dabei essen. Und, ich krieg gerade Hunger. Be right back. Der Chat. Ja, wie gesagt, wichtig ist halt aber, wenn ihr das macht, dass das dann auch wirklich konsequent durchgezogen wird, ist halt auch bestimmt nicht was für jeden oder so. Und lasst euch beraten. Macht das nicht komplett alleine. Genau, das ist wichtig. Und sobald ihr halt merkt, das funktioniert nicht. Es gibt bei ketogenen Phase, gibt es dann auch irgendwie meistens so nach einer Woche, wenn der Körper sich umstellt, gibt es dann sowas wie, das hat jetzt mein Trainer da auch gehabt, also weil der macht das mit uns mit natürlich. Dass du so eine, ja, er nennt das so ketogene Grippe kriegst quasi. Also du hast so 1-2 Tage, wo du dich so ein bisschen so schlapp, müde, K.O. fühlst, als ob irgendwie sowas kommt. Weil der Körper dich halt weil auch der so ein Körper bisschen sich halt komplett umstellt, genau. Und der sagt halt irgendwie so, irgendwie kenne ich das nicht, was ist das? Was machst du da überhaupt? Was ist das denn hier für eine Scheiße? Hör mal sofort wieder auf. Genau. Ich mach jetzt auf krank, bis du aufhörst. Dein Körper ist eine Bitch, ist was ich sage. Aber wie gesagt, das ist vielleicht 2 Tage oder sowas und danach hat der Körper sich halt umgestellt und sagt dann, ach, damit kann ich eigentlich ganz gut leben und da ist ja immer noch was ich noch verwerten kann. Nämlich eben das körpereigene Fett. Ja.
Und das ist bei Low Carb ja teilweise, also nicht so krass, aber bei Low Carb hatte ich das am Anfang auch. So ein, zwei Tage, wo der Körper so war, warum kriege ich keinen Carbs mehr? Das ist scheiße. Ja, genau. Ich finde das doof. Und dann hatte ich halt so gib zwei mir Tage. Zucker! Gib mir Zeug! Gib mir Food! Und dann irgendwann realisiert er, oh, da ist ja eigentlich noch was, dann nehme ich halt das. It's fine. Ja. I will not die. Surprise. Ja, das ist auf jeden Fall faszinierend, auch so rein wissenschaftlich vor dem Hintergrund und so interessant. Wo man allerdings bei Keto aufpassen muss, sollte man irgendwie Nierenprobleme, also so Niereninsuffizienz oder so, dann sollte man das auf jeden Fall eher nicht machen, weil das geht dann auch sehr auf die Nieren. Ja. Und wie gesagt, generell unter irgendeiner Art von Beaufsichtigung, dass man halt irgendein Feedback gibt oder so, wenn und man halt einen Arzt hat oder einen Ansprechpartner für. Ich finde generell, wenn man anfängt abzunehmen, ganz viele Leute, nicht alle, aber ganz viele Leute neigen dazu, es hart zu übertreiben, dann zurück zu Jojoen und sich dann in so einen ungesunden einen Kreis sich reinzubewegen, wo sie immer wieder denselben Scheiß machen. Ja. Ja, tschüss, Feder. Tschüss, Feder. Schön, dass du da warst. Ja, hat Fun gemacht. Und. Genau. Genau, und das Ding bei dem Keto und so ist halt auch dass du halt, es ist halt keine Diät, es ist eine Ernährungsumstellung. Diät ist ja, dass du irgendwie krass verzichtest oder so, ne? Du kannst so geil lecker essen mit, mit Bacon, kein Problem, Eier, Fleisch, boah, gib dir. Du kannst ja auch einen Salat reinziehen, musst halt gucken, was du dann draufpackst. Also du kannst halt dann keine Croutons draufpacken oder so und keine, was weiß ich, manche Soßen sind halt doof. Aber so Öle zum Beispiel, wenn du ein gutes Öl hast oder sowas, keine Ahnung, Leinsamenöl oder sowas. Wahrscheinlich auch manche. Ich weiß es gar nicht, wie es mit Balsamicos ist, weil die ja manchmal mit Käse so komisch reagieren. Das müsstest du mir sagen. Ah, das weiß ich nicht. Das ist, keine Ahnung. Ne? Aber wie gesagt, sowas. Da könnt ihr auch euch zwischendurch mal einen Salat reinziehen, also Blattsalat oder Eisbergsalat. Aber wichtig halt, dass ihr dann halt. Bohnen ist wieder so ein bisschen kritisch, zum Beispiel, was so, ne? Also manche Gemüsesachen, Bananen sind zum Beispiel gar nicht gut, weil Bananen haben unglaublich viele Kohlenhydrate. Ja. Ja, also man kann auch nicht einfach sagen, irgendwie Obst oder so, zieh dir rein, weil nicht jedes Obst ist da gleich gut geeignet für. Es genau, halt das, Obst, ist, ganz das gut ist zum Beispiel halt auch so, was du. Na, das, ja. Das Banane ist, wäre Killer, ja. Banane. Ja, Banane wäre für dich Kacke, bei Low Carb geht das genau, durchaus. Ja, ja. Dann, weil es heißt ja Low Carb, nicht No Carb. Ne, es genau, ist halt, genau. Nur halt, du sollst halt so Sachen wie Mehl zum Beispiel also primär bei Low Carb versuchst du irgendwie, also irgendwas so zwischen 50 und 100 Gramm maximal Carbs am Tag zu haben in deinem Essen. Eher niedriger, aber 100 wirklich so das absolute Maximum. Ja, du kannst auch, wenn du gerade anfängst, es runterzuschrauben, noch ein bisschen mehr haben, halt zur Gewöhnung, genau, dass du so wenn so du knapp reinschleichst. Ja. Und bei ketogener Ernährung versuchst du halt, im Idealfall unter 20, unter 25 Gramm zu bleiben. Und das ist halt echt hart am Anfang, weil du halt manche Sachen einfach weglassen musst, aber es ist vollkommen genau, okay. Ja, also Brot zum Beispiel und solche Sachen, das haut halt einfach unglaublich rein. Und das ist einfach zum Beispiel ein Tipp für Leute, die mit sowas ein echtes Thema haben. Ich habe zum Beispiel die Umstellung gemacht, indem ich dann angefangen habe, Knäckebrot zu benutzen. Weil Knäckebrot, so eine normale Scheibe Brot hat so 80, 90 Kilokalorien ungefähr. Manche auch mehr. Es gibt auch welche, die haben 150 oder so, je nachdem, was da halt so drin ist. Und halt so eine Knäckebrotscheibe hat 32. Ne, so als Vergleich. Das ist halt was ich benutzt habe für den halt Übergang. Was auf jeden Fall gut hilft dabei, ist eine Ernährungs-App zu haben, wo man einträgt, was man isst. Ja. Ich benutze Yazio. Die gibt es in der kostenlosen Variante auch. Die ist auch vollkommen ausreichend. Wenn man die Bezahlversion hat, kriegt man halt noch so Rezeptvorschläge und solche Sachen dazu, was auch ganz cool ist. Und ich glaube, ist auch nicht so teuer. Ja. Aber die kostenlose reicht voll und ganz. Und da könnt ihr dann halt eben eintragen, was ihr zum Frühstück esst. Und der sagt euch dann genau, pass auf, du hast, ne, was weiß ich, zwei Eier zum Frühstück gehabt, das sind so und so viel Kohlenhydrate, das sind so und so viel Kalorien, das ist so und so viel Eiweiß, so und so Fett und gibt dir halt dann dein Gesamttagesvolumen, was du quasi hattest, gibt er dir dann aus. Und du kannst halt in der App, was ziemlich cool ist, auch direkt Lebensmittel scannen, die einen Barcode haben. Das heißt, ich habe mir zum Beispiel so als Zwischendurchsnack irgendwie bei Edeka wie heißen die, Mini-Cabanossi geholt. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie Beefies, müsst ihr euch vorstellen, die aber nur so fingerlang sind. Und ein bisschen würziger, also so Mini-Salamis quasi. Und ja, dann nehme ich halt einfach die Packung, drehe die um, hab hinten einen Barcode, klick quasi auf Barcode-Scan, zack, hab das Ding drin. Ja. Und kann dann direkt auch sagen, okay, eine ganze Packung oder eine halbe oder sowas zum Beispiel und zack, hab ich das drin. Ja, ich habe das zum Beispiel, ich benutze halt einen Tracker, einen Fitbit-Tracker plus die halt dazugehörige App, weil das sich natürlich schön synchronisiert. Diese Tracker sind natürlich nicht perfekt, aber die helfen zum Beispiel, finde ich, bei der Bewegungsrate, wenn du halt das
mit nicht so krass viel Sport machst, einfach nur so Schritt zählen und so, weißt du, dass du so eine Idee kriegst, wo du grob liest mit der Bewegungsmenge. Und da kannst du halt also, auch Food eintragen. Das fand ich sehr gut. Vollkorntoast ist schon relativ kritisch, weil selbst eine kleine Scheibe Toast hat schon 10,5 Kohlenhydrate. Ja. Ja. Das wäre zum Beispiel für Umbreon theoretisch... Mich schon mal gar nichts. Nein, für dich sowieso nicht. Aber so theoretisch so von den Kohlenhydraten alleine her wäre das schon fast die Hälfte oder über die Hälfte von dem, was du am Tag darfst an Kohlenhydraten. Genau, ne? Genau. Also ich versuche natürlich eher auf maximal die 20 zu kommen oder so. Und da wäre halt, wie gesagt, eine Scheibe, selbst ohne was drauf, wäre schon die Hälfte davon, was ich halt am Tag dürfte. Und ja. Ja. Und das klingt natürlich für Leute, die das nicht machen, total strange von außen auch, kann ich durchaus sehen. Ja, okay. Du bist 61 Kilo. Du musst eher in die andere Richtung. Genau, genau. Dann darfst du natürlich richtig schön, dann darfst du auch wunderschön irgendwie hier Haferflocken und so ein ganzen Zeug dir reindrücken. Haferflocken, Müsli mit Banane oder so wäre dann genau dein Ding. Richtig, deine Carbs kriegst und so. Ja. Ja, das ist zum Beispiel was, wo ich jetzt, zum Beispiel, ne, so jetzt ohne sie irgendwie da in Spotlight zu stellen, aber zum Beispiel Clara ist auch relativ dünn, du hast sie auch schon getroffen. Ja. Und die hat zum Beispiel. Aber auch das, klein, muss man dazu sagen. Ja, das aber sie ist halt schon unter ihrem BMI ein ganzes Stück. Und das hat sie nicht mit Absicht gemacht, sondern es ist halt einfach, die kann nicht große Portionen essen häufig. Hm. Also die schafft das einfach von den Mengen her nicht. Und wenn die halt krank wird, verliert die sofort Kilo und die nimmt nur ganz langsam zu. Das klingt ganz geil bis zu dem Punkt, wo du halt unter deinem BMI bist. Und dann nicht mehr drüber kommst, so einfach. Und da ist es zum Beispiel, wo wir schon angefangen haben, drüber zu reden, ne, so, zum Beispiel, wenn ich bei ihr bin oder sie bei mir ist, dass ich dann gucke, ich koche dann so für mich, also ich koche sozusagen praktisch so ein bisschen, versuche ich auch manchmal getrennt zu kochen oder halt Sachen, die für sie gut sind, weißt du, aber auch für mich noch funktionieren, nur in kleineren Mengen, weißt du? Dass sie halt ihre Carbs kriegt, weil gut Gott. Ja, genau, genau. Ja, Leuchtstein, auf jeden Fall. Einfach mal, um so zu gucken, was man da so entsprechend am Tag hat. Und du kannst vor allem meistens auch halt so Sachen halt wie deine Größe, dein Gewicht und solche Sachen halt eingeben, um eine Idee zu kriegen, wie viel du auch brauchst. Einfach nur so als Haushaltsding. So was, weil da sagen die ja immer, es gibt ja so einen Grundbedarf, den du brauchst, wenn du theoretisch bei neutraler Wärme in einem Raum dich nicht bewegst über den Tag. Was du einfach nur natürlich verbrennst, zum Beispiel. Ja, also ich hatte zum Beispiel heute ziemlich gutes Frühstück im Laufe des Vormittags. Ich hatte halt ein Ei mit ein bisschen Mayo drauf und dann hatte ich jetzt im restlichen Verlauf des Vormittags plus jetzt eben Morgenkaffee so eine Packung Salzmandeln von Edeka, 125 Gramm. Und ja, die Mandeln haben fast 800 Kalorien, die Packung. Ja. Haben 6,8 Gramm Kohlenhydrate, was dann auch so ziemlich reicht dafür. Haben halt nur auf 100 Gramm, beziehungsweise auf die 125 Gramm halt 69,6 Gramm Fett und so. Und ja, wie gesagt, Fette sind gut, Kohlenhydrate sind böse, also dafür. Und geht. Und nachher, so, wenn wir gleich fertig sind, dann mache ich mir Tacos, aber nicht mit diesen üblichen Mais-Taco-Shells, sondern die mache ich aus Käse. Ja, weil Keto ist Mais geil. So böse ist. Einfach alles in Cheese. Ja, so ja, du kannst, egal was du hast, mit Käse überbacken. Ich liebe das ja so ein bisschen. Weil, das ist so. Das Geile ist, es hieß dann auch so von wegen, ja, was wird euch denn daran schwerfallen, irgendwie an Keto? Und dann habe ich gesagt, ja, mein Problem sind halt Chips. Also ich habe jetzt nicht irgendwie diesen Schoko-Jeeper oder irgendwie, boah, ich will jetzt ein Eis oder sowas. Oder auch Weingummi. Ja, mag ich zwar alles relativ gerne, aber es ist nie so, dass ich denke, boah, geil, ich will jetzt ein Stück Schokolade oder so. Sondern bei mir ist das eher so Chips, ja? Scharfe Chips, also irgendwas mit Chili oder irgendwie so Barbecue-Chips oder so. Boah, da könnte ich für sterben und da ist auch jedes Mal schwer dran vorbeizugehen. Honig hat auch relativ viel Kohlenhydrate auch. Überraschenderweise, man denkt, das ist größt, also es ist viel Zucker, aber halt auch Kohlenhydrate. Das genau, also halt für Netherhead ist es aber eigentlich ganz gut, weil du wolltest ja eher aufbauen. Für dich ist super. Und jeden Tag einen Löffel. Schub, schub. Ja, und mein Ersatz für Chips ist jetzt, wenn ich so richtig einen Chips-Bock habe, ist jetzt, ich mache mir ein Backblech mit Käsehonig. Wo ich jetzt nicht weiß, ob das ironisch gemeint ist oder ernst. Käsehonig. Ich dachte, das ist eigentlich eher für dich mit dem Müsli, mit dem Bananen und dann vielleicht ein bisschen Honig dabei. Okay. Was ja auch lecker sein kann, aber wie gesagt, für mich absolut verboten. Meine Chips-Alternative ist halt jetzt Backblech und dann halt Backpapier drauf, weil sonst sippt dir das alles voll. Und dann packst du einfach ein paar Scheiben jungen Gouda drauf, viertelst den so.
bestreichst ihn ein bisschen mit zum Beispiel Olivenöl oder sowas, ganz, ganz, ganz klein bisschen Salz drüber prieseln, ja? Also wirklich so ganz wenig. Und dann schön Chili-Flocken drüber. Und dann knallst du das Ding so für knapp 10 Minuten in den Ofen bei so 180, 200 Grad. Dann schmilzt das schön und diese Chili-Flocken und Salz verbindet sich mit dem Käse und alles. Und wenn das dann rausholst und trocknen lässt, dann hast du so Käsechips wirklich, die dann, wenn die getrocknet sind, noch richtig fest sind. Je nachdem, wie lange du drin lässt. Wenn du allzu lange drin machst, dann sind die so ein bisschen stark, dann werden die sehr bräunlich halt. Also, ne? Ich habe die jetzt eher ein bisschen weniger gehabt, dann sind die noch so ein bisschen weich in der Mitte. Aber am Rand knacken die schön und zusammen mit diesem Chili gerade, scharf ist übrigens auch geil bei Keto oder so. Oder auch, ich glaube, bei Low Carb sowieso auch, weil scharf halt den Körper auch Verdauung anregt und sagt, ey, Action und so. Ja. Und und das macht richtig Bock, weil das ist so ein bisschen so, ne, ich meine, es gibt Chili Cheese Nuggets, das Problem da sind die Panade halt, also deswegen, ne, darf ich nicht. Das ist ja generell ein Thema, ich finde Panaden sind ganz häufig das Problem. Genau, ne, das ist unglaublich, auch zum Beispiel Fisch ist super geil für Keto, aber halt keine Fischstäbchen oder panierter Fisch oder so. Generell paniertes halt ist... unglaublich reinknallt. Alter Vater, ey, wenn du dir das anfängst, sich damit auseinanderzusetzen, was Panade so alles macht, alter Vater, also so an Kohlenhydraten, holy shit. Kannst du lieber mit Käse überbacken wieder. Ja? Yes, alles mit Cheese. Und, genau, ja, und wie gesagt, und die Käsechips sind auf jeden Fall total geil und so, richtig Bock und so, super lecker, finde ich, ja, weil Schaf und Käse ist voll gut. Und ja, und so ähnlich wie diese Dings ist, mache ich mir dann Taco-Shells daraus. Die werden dann halt quasi, wenn die noch warm sind, quasi vorsichtig abgehebelt und dann kommen die halt über einen... wenn ich dran denke, dann werde ich auf jeden Fall mal eine große Schale dafür mitnehmen. Und dann kann man die dann auf jeden Fall probieren und essen. Ja, ich muss ja auch was zum Essen, also mir mitnehmen für zwischendurch, weil nur alle zwei Stunden essen und so und... Ja, man wird zum Engländer. Zum Engländer, ja, über Max frittiert alles. Oder zum Ami, alles fertig. Ja, du kannst, wenn du möchtest, auch in einen Block Biskin beißen, das ist jetzt nicht so lecker, aber... Wenn du da scharf drauf bist, dann mach das mal. Nein, aber es ist halt generell so, wie gesagt, ich kann das nur nochmal wiederholen, wenn ihr sowas macht. Ich habe zum Beispiel auch einen Bekannten, der Ernährungsberater ist. Also jetzt nicht so mega dicht, aber halt jemanden, den ich kenne, der Ernährungsberater ist, den habe ich über meinen groben Essensplan drüber gucken lassen, ob das koscher ist für mich sozusagen. Ja. Ob ich das machen darf so. Ne? Und das kann ich einfach nur nochmal sagen, diätiert euch nicht in den Tod, auch in die andere Richtung, ja. Also auch mit dem Überfressen. Lasst euch vielleicht beraten, vielleicht mal checken, wenn zum Beispiel wie Frodo, wo es so ist, der Karl, weißt du, der hat das ja gerade aufgezählt, ein Müsli, 5 Scheiben Brot und 2 Äpfel sowie eine Banane, weißt du, das wäre für mich schon halber Tagesbedarf, wenn nicht sogar der ganze, je nachdem, was das für ein Müsli war. Ne, das ist dann so, wenn das so ist, dann muss man vielleicht auch mal checken lassen, wie es mit der Schilddrüse aussieht, weil das kann halt immer sein, ne, dass die über- oder unterproduziert, das ist ja auch immer so ein Thema. Weil ich kenne da ja auch Leute, die können sich 10 Cheeseburger reinziehen und nehmen davon nicht zu. Ja, ich so, Alter. Also auf jeden Fall irgendwie, ne, hört auf, beobachtet das genau, wie das ist, konsultiert im Zweifelsfall, wenn ihr merkt, irgendwas ist merkwürdig, euren Arzt sagt, was ihr macht, erklärt das, oder am besten halt auch vorher, was ihr vorhabt. Vielleicht, wenn ihr vorher schon irgendwie Probleme habt mit Herzerkrankungen, Nierenerkrankungen, was auch immer, dann lasst vielleicht vorher nochmal irgendwie bei eurem Arzt ein Blutbild machen, lasst euch das untersuchen, sagt, was ihr quasi vorhabt. Und dann kann der Arzt vielleicht sagen, nee, pass auf, ne, Sie haben folgendes Problem, lassen Sie es mal lieber sein. Oder machen Sie es auf die und die Art und Weise zum Beispiel. Ja, oder kann zum Beispiel sagen, vielleicht sollte der Fokus zum Beispiel, jemand hat zum Beispiel nimmt viel zu viel Salz zu sich. Das ist ja ein Klassiker in unserer heutigen Gesellschaft. Genau. Zum Beispiel, dass sie dann sagen, vielleicht reduzier das mal ein bisschen, wenn du gerade eh schon dabei bist. Dann ist das vielleicht auch noch mal ein Ding, was du machen kannst oder so. Genau, ne? Also alles, was wir hier sagen, sind Sachen, die für uns funktionieren oder die wir machen. Aber nicht ein, ihr macht das so und das ist dann genauso richtig, sondern wie gesagt, informiert euch da selber auch, überprüft das und geht damit fokussiert und kontrolliert um. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Auf deine Frage zu Keto, ja, du wirst zum Ami. zu dem einfach plötzlich Mod. Frodo war früher schon Mod hier, aber der hat seinen Account gewechselt und ich hatte einfach nur den neuen Account noch nicht gemoddet, deswegen habe ich das gerade eben gemacht. Hi, Gleis. Wir sind jetzt irgendwie für eine Dreiviertelstunde oder so auf ein Health and Food Related Diatribe gegangen. Ja, genau. Aber so wie gesagt, das ist halt vielleicht ganz interessant, weil ja ganz häufig Leute jammern, sie wiegen zu viel oder zu wenig. Das ist vielleicht
dann auch halt, dass man mal, sag ich jetzt mal, zwei Erfolgsstories sozusagen auch nochmal sieht. Weißt du, wo es gerade läuft? Da giggelt der Umbreon. Genau. Nee, ich gigge noch wegen, weil ich immer noch nicht komplett das mit. Also, ne, die Taco-Shells halt aus dem Käse. Und ansonsten hast du halt klar Gehacktes drin, also Fleisch, geil. Dann kommt da rein Käse natürlich, auch gut. Tschüss. Ja. Dann kommt da halt ein bisschen Salsa rein. Da müsst ihr halt gucken, es gibt halt auch Salsa, die relativ viel Zucker wieder hat. Wie gesagt, also da ist halt bei mir durch die Salsa, auch wenn ich da relativ wenig dann von nehme, quasi mein Kohlenhydrate, ja, außer quasi gedeckt für den Tag schon komplett. Weil das jetzt nicht super reinhaut, aber schon im Vergleich zu allem anderen esse relativ viel hat. Und ansonsten halt da noch schön Eisbergsalat rein, schön klein geschnittelt und so. Und ja, dann ziehe ich mir da gleich Tacos rein. Ja, und ansonsten natürlich Gewürze sind gut. Passt. Ja. Ja, auch da wieder schön Pfeffer dran, schön ein bisschen scharf, ein bisschen Chili dran. Scharf. Ja. Schmeckt halt nicht jedem, muss man halt immer auch gucken, so ein bisschen, dass man halt genau in diesen Ernährungen halt Sachen findet, die man mag. Sag ich jetzt mal. Genau, also bei mir ist das halt zum Beispiel, Fisch wird mir mal vorgeschlagen, aber Fisch und Meeresfrüchte mag ich halt gar nicht. Ja, geht mir auch so. Außer Thunfisch, weil der nicht wie Fisch schmeckt. Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, also empfohlen wird immer sowas wie halt so Makrele aus der Dose oder sowas zum Beispiel. Aber wirklich dann halt diese Öl eigentlich nicht irgendwie, wie gesagt, dieses mit Tomatensoße oder irgendwie sowas. Ja. Aber wie gesagt, geht auch anders. Kleis mag Lachs und mir ist richtig, ja, nee. Ja. Und ja, ansonsten, wie gesagt, mal gucken. Also ich habe jetzt, seitdem ich jetzt, wie gesagt, vor 4-5 Wochen angefangen habe, habe ich jetzt knapp 6 Kilo runtergeschmissen. Und ja. Und der Vorteil ist halt, dass du das vor allem auch begleitet machst, ist, dass die am Ende auch gewährleisten, dass du dann nicht einfach wieder hochjojost sozusagen. Dass die dir halt dabei helfen, dann auch einen Weg zu finden, wie du hältst dann an dem Punkt, wenn du da dann bist, wo du sein willst. Und was halt auch krass ist, also wenn ich wirklich, ich sag mal, mein finales Ziel erreiche, weil das jetzt irgendwie ganz krass geht oder so und ich dann irgendwie, ne, was weiß ich, meine 60 Kilo abschmeiße oder so, dass dadurch, dass das begleitet ist und dokumentiert ist und alles, ich dann auch eine wesentlich größere Chance habe, dass eventuell mit der Dokumentation, mit den Ernährungsberatern und solchen Sachen im Rücken, die Krankenkasse dann sagt, wir bezahlen da eventuell auch eine OP bezüglich, ne? Der Haut. Weil da ist ja dann eine Menge Haut da, ja. Ja, da kann ich zum Beispiel auch eine coole Geschichte zu erzählen. Ich habe ja 30 Kilo verloren. Und ich stagniere ja jetzt seit ungefähr 6 Monaten, also seit einem halben Jahr sozusagen halte ich auf dem Gewicht, wo ich jetzt gerade bin. Und in der Zeit habe ich aber nochmal eine Kleidungsgröße verloren, weil halt meine Haut sich langsam zusammenzieht. Aber ab einem gewissen Punkt geht das halt nicht mehr. Das ist halt, manche Sachen ziehen sich nicht mehr perfekt zurück. Ja. Ohne viel Arbeit. Das ist halt einfach so. Entschuldigung, ich wollte dich nicht komplett unterbrechen, aber ich dachte, das wäre interessant. Ich war durch, auf jeden Fall. Also, okay. Aber ja. Ich Bock auf. Nether hat halt Bock auf Magic, okay, vor allem Commander. Weder eine Gruppe noch irgendwie Karten momentan. Ja, du kannst MTG Arena spielen. Also online. Das ist auch kostenlos. Also du kannst auch Packs kaufen, aber das ist prinzipiell kostenlos. Es gibt, glaube ich, keinen Commander-Modus. Also ich habe in letzter Zeit nicht reingeschaut, aber wenn du generell den Magic Keeper hast, dann zock Arena. Ja, genau. Okay, Arena kein Commander, ja. Ja, man kann nicht alles haben. Ne? Immerhin besser als nix. Okay, er spielt's schon. Gut. Er spielt's schon. Na denn. Na denn. Gut, ich guck gerade so auf die Uhr. Ja, ein kleines Thema wollte ich noch anschneiden, so für 10 schon. Minuten. Schon. Ja? Und zwar nächste Woche ist ja die CCXP. Oh ja, stimmt. Na, wo wir halt, deswegen wollte ich es nochmal reinschmeißen, weil wir werden vorher nicht mehr dazu kommen, drüber zu reden. Das, was früher mal die RPC war, wurde geschluckt von der CCXP. Also der Comic-Con Experience, für die, die nicht wissen, genau, was das ist. Genau, in Köln. Selber Ort, ungefähr selbe Zeit, halt einen Monat später. Es war sonst immer so Ende Mai. Ja. Und ja, das größte Problem, was ich darin sehe, ist einfach, dass der Preis sich mehr als verdreifacht hat. Der Eintrittspreis und das für
Rollenspieler, die wegen dem Rollenspiel hingegangen sind. Ja. Die sind leicht gemieft, sagen wir das mal so. Genau, die sind leicht gemieft, weil das, was kommt für Rollenspieler, etwas reduziert wurde. Entschuldigung, getriggert. Ne, und alles andere aufgeblasen worden ist. Das heißt, Hollywood-Stars sind da. Wobei ich gesehen habe, das Line-Up von der CCXP im Vergleich zum Line-Up der Comic-Con in Stuttgart, glaube ich, ist die. Sorry, aber da würde ich lieber zum Comic-Con in Stuttgart gehen. Also da ist hier mehrere Leute von Star Trek sind da. Und also unter anderem Jonathan Frakes ist da. Und da kann ich auch immer, wenn man Bock hat auf die Sci-Fi-Stars, kann ich auch immer sehr die Federation Con empfehlen, die in Düsseldorf ist. Weil da, die ist halt, das ist halt viel Star Trek, Star Wars und so und halt sehr, sehr coole Stars häufig. Ja, auf jeden Fall. Also ne, deswegen weiß ich nicht, würde ich zu CCXP gehen so. Und für den Rollenspielkram ist ein bisschen teuer. Deswegen, das ist so ein bisschen so das Ding, was so die Rollenspieler so häufig aufgestoßen hat, weil, ne, wenn du an der Abendkasse für ein Ticket 50 Euro zahlst und dann an dem Tag dich vielleicht noch 3-4 Stunden zum Rollenspielen hinsetzen willst, dann hast du so ein bisschen das Gefühl, dass das wahrscheinlich echt teuer war. Und das nicht ohne Grund. So, wie gesagt, das plus so ein bisschen hin und her und so, also wir werden nicht mit dem Stand da sein, aber ich werde, ich sag mal, semi-privat da sein, also halb privat, halb in Anführungszeichen beruflich. Ich habe nämlich einen Presseausweis bekommen und werde wohl Fotos machen, Leute treffen, vielleicht auch ein bisschen rumfilmen. Sollte also jemand trotzdem von euch auf der CCXP sein und ihr seht mich irgendwo, quatscht mich an. Ja? Ich werde euch wahrscheinlich nicht erkennen, weil ich blind durch die Gegend laufe. Ja, aber und das ist ja vor allem, ich finde gerade auf Cons hat man wie so Scheuklappen auf, weil so viele Leute da rumlaufen, dass man irgendwie so in die Menge starrt und selbst wenn man die Leute schon ewig kennt, sieht man die manchmal einfach nicht. Ne, deswegen, also ich beiß nicht, haut mich ruhig an. Und ich werde vom Freitag bis zum wahrscheinlich Sonntag da sein, aber auf jeden Fall sagen. Und das andere, was ist, ihr könnt mich Freitag entweder auf der Con oder, ich weiß nicht, ob es dann schon sofort live gestreamt wird, sehen. Auf jeden Fall bei Ulysses am Stand spiele ich mit einer Runde Vampire, die live gestreamt wird. Ja, zusammen mit Jasmin Eitzel und unter anderem der deutschen Community Managerin von White Wolf. Ich bin gespannt, Friend. Ja, da freue ich mich tierisch drauf. Es wird die V20 sein, nicht die V5. Und ja, mal gucken, ob ich da eventuell vielleicht Alistair Webb mal wieder auspacken kann. Hint, hint. Do it! Ja? The Minecraft must live! Do it! Genau, ja, ich muss Jasmin quasi noch überzeugen und gucken wir mal. Ja, Jasmin wird das Ganze leiten und ich glaube, es sind noch 2-3 Leute von Ulysses irgendwie dabei, die mitspielen. Genau, das könnt ihr aber auf der Ulysses Facebook-Seite auch sehen. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall tierisch drauf. Also, das wird, glaube ich, richtig cool. Ja, weil alles super coole Jungs und Mädels und Vampire, yay! Yay! Ja, ich hatte halt auch kurz überlegt, ob ich vielleicht, weißt du, mal, ne, so vielleicht hingehe für einen Tag oder so, aber irgendwie nichts da war irgendwie so, dass ich gedacht habe, da muss ich jetzt dringend hin, weißt du, so. Ich kann verstehen, dass du halt sagst, ne, so mit dem Presseausweis, ja, sure, onwards to glory. Also, aber der Preis ist halt schon... Euro pro Tag oder eben, wenn du die kompletten 4 Tage haben willst, dann zahlst du 150 Euro an der Abendkasse. Das ist halt schon echt, das... Also, wie gesagt, da gehe ich lieber irgendwie, ja, 50. Deswegen, 49 ist Abendkasse, Samstag, Sonntag, ja. Ja, das ist halt schon echt krass. Ja. Also, wie gesagt, ich würde da lieber auf die Federation Con gehen. Da kosten die Tickets halt auch ein bisschen was. Aber da weiß ich wenigstens, dass geile Leute kommen und die Con geil ist, weil ich da schon, ne, so, gerade wenn man auf Science Fiction steht. Das ist halt ein bisschen das Problem, was ich auch bei der CCXP sehe. Das ist halt die erste hier in Deutschland. Und dann direkt so einen riesigen Schwung beim Preis zu machen, wo die Leute noch nicht genau wissen, wie wird es überhaupt? Wird's geil? Und das Problem ist ja, selbst die Comic-Cons, die wir schon haben, sind nicht gut besucht. Ja. Also, die machen genug, dass die sich selber leisten können, aber das ist jetzt nicht das, was im Amiland oder so passiert. Das liegt einmal natürlich an der Größe von Deutschland und der, weißt du, und einfach der Nerd-Community in Deutschland. Wie gesagt, ich bin gespannt drauf. Vielleicht wird's ja auch ganz cool oder so. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Deswegen kann ich es nicht...
Aber deswegen gucke ich es mir vor allen Dingen auch an und deswegen werde ich auch danach berichten. Es wird mit Sicherheit auch danach irgendwie einen Stream geben dazu, wo ich einfach mal plapper drüber, vielleicht auch mit irgendwie noch Gästen, die auch da waren, um zu gucken, was hat uns besonders gut gefallen, was hat uns vielleicht nicht gefallen oder so. Einfach um so ein bisschen ja, ein Feedback zu geben und zu gucken, hat es sich gelohnt, hat es sich nicht gelohnt, ist es 50 Euro wert? Oh na, ja. Ja, ja genau. Yay or nay. Genau, genau. Ne? Wie gesagt, ich finde den Preis immer so das Ding so. Und ja, vor allen Dingen, sie wollten ursprünglich, glaube ich, 3 Hallen machen. Sie haben jetzt doch nur 2 Hallen, also eine mehr. Und der RP-Bereich und so ist so ungefähr so ein Drittel von einer Halle. Oder die Hälfte, aber dann halt nochmal geteilt in RP, Tabletop, Trading Card Games und sowas. Ich fand das halt generell irgendwie ziemlich mehr organisiert irgendwie. Also von dem, also ich war ja jetzt, du warst ja der direkte Kontaktmann, aber das, was du uns halt damals halt in der Mod-Besprechung so erzählt und geschrieben hast, dachte ich so, Ja, auch teilweise manche Gruppen, die haben gesagt wird, ja, ihr kriegt jetzt einen Stand von 5x2 Meter und teilt euch den mit noch jemandem. Das heißt halt, okay. At best hätten wir, weißt du, so einen Schultisch gekriegt mit unserem Aufsteller. Genau. Geil. Genau. Nee. Und wir hätten dann halt für Spielrunden hätten wir halt irgendwo da hinten, ne? Sind ganz, ganz viele Tische und Stühle. Meldet euch hier an und geht dann da hinten hin. An Tisch Nummer 35. So, ja? Ja. Und da findet ihr euren GM, so nach dem Motto. Nein. Nee. How nee, about nicht, no? Nee. Ja, genau, das war so ein bisschen so das, was irgendwie angeboten worden ist, was präsentiert worden ist und so. Und dann so, nee. Ne, also wenn dann, keine Ahnung, wollen wir unsere Taverne haben, wollen wir auch die verfüllen, dann wollen wir, dass Leute bei uns irgendwie chillen können, mit uns quatschen können und sowas. Und das kriegst du halt nicht, wenn du so einen Tapeziertisch oder sowas da hast. So. Ja. Das war dann halt für uns irgendwie so, nee. Ja. Ne, also... Ja, wie gesagt, mal gucken. Ich weiß nicht, vielleicht. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich kann kein endgültiges Urteil sagen, bevor ich es nicht gesehen habe. Das sollte irgendwie klar sein. Und wie gesagt, ich bin gespannt drauf. Ich guck's mir an. Wie gesagt, ich bin ab Freitags da. Wenn ihr mich seht, haut mich an, quatscht mich an. Können wir gerne schnacken. Und, ja. Also es ist halt, wie gesagt, da gab es ja diese Con, die in Münster interessiert war. Ich weiß gar nicht, ob mit denen nochmal irgendwie Kontakt gelaufen ist, aber wir gucken uns halt weiter um. Wir was finden, wo es halt wie früher funktioniert, wo wir halt unseren Stand haben und alles. Das Problem ist halt, wir haben halt kein wirkliches Budget, außer dem, was die einzelnen Mitglieder von uns halt mal geben können. Genau, also eine Standgebühr werden wir nicht zahlen, wenn dann eher das Gegenteil oder so, ja. Also, Das ist halt unser Problem. Wenn sagt, man möchte uns haben oder so, cool. Aber wir werden nicht, keine Ahnung, 100 Euro oder noch mehr oder tausende Euro für den Stand zahlen. Und ja, vor allem halt... Standgebühren hat die CCXP jetzt auch nochmal irgendwie knapp verdreifacht. Nicht nur die Eintrittspreise. Da ist auch ganz viele gesagt haben, auch zum Beispiel Künstler oder so. Also ich habe so Artists gesehen und gesprochen und auf Facebook gehört, die halt wirklich nur einen kleinen Tisch hatten und dann halt gezeichnet hätten so. Ja. Und die dann halt irgendwie für die 4 Tage irgendwie 200 Euro erzahlen hätten müssen. Und wenn die halt so an jedem Tag, was weiß ich, 2 Bilder für 50 Euro oder sowas den Leuten malen oder so, was weiß ich, ne, dann... Nein. Weiß man nicht, ob sich das so richtig lohnt, weil du musst auch noch Anfahrt und Hotel und alles bezahlen und so, und, ne? How about no? Nee, wahrscheinlich dann eher nicht. Also da haben halt dann einige schon wirklich gesagt, so, nee, ich werde zwar gerne hingehen. Und RPC war auch irgendwie cool, aber nee, nicht für 200, 250 Euro für so ein kleines Tischchen. Ja. Das ist halt einfach Bullshit. Also nein. Ne, vor allen Dingen, wenn es halt dann auch irgendwie jetzt nicht irgendwelche weltbekannten Comiczeichner sind oder so, sondern halt, ne? So Leute wie Löffel und Löffel. Keine Ahnung, ja. Leute wie Löffel und Löffel. Ja, mir fiel jetzt niemand anders ein oder so. Ich wollte jetzt nicht sagen, wie Löffel und ich als Künstler, ich mal Minis ein bisschen so und stuff. So und also halt so Leute wie du und ich quasi so. Ja. Die halt sagen, ich mache das professionell oder semi-professionell, aber ich bin halt jetzt kein Household Name in der ganzen Welt so. Ja. Dass die Leute einfach und sagen, boah, bitte signier mir deinen Comic oder so. Und das lohnt halt dann einfach nicht. Das ist halt, wie gesagt, das kann ich auch verstehen, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja. Dass dann die Leute sagen, boah, nee, dann nicht. Weil, welcher komme ich dann noch mit harten Miese raus? Das ist nicht der Sinn der Sache.
Plus, ja, wenn es Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ist, fehlen mir halt auch noch 2 bis 3 Arbeitstage, die ich normalerweise hätte für Kunden, die was anderes gemacht haben wollen. Ja. Ja? Also das ist ja auch noch, geht ja auch noch mit rein. Das ist halt einfach Quatsch. Also ja, so, es ist halt leider so. Ne? Da kann ich besser mich nach Artist Alleys bei anderen Cons umgucken. Genau, ne? Ja, wie gesagt, das war's von mir zu CCXP. Wie gesagt, Marvin Clifford oder Sarah Burning, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ne? Ja. Das ist halt, ne? Also wie gesagt, deswegen haben wir halt dieses Jahr, sind wir nicht dabei als Nerdpool, weil nein. Genau, als Aussteller, ja. Das hat einfach keinen Sinn gemacht. Wir haben halt wirklich geguckt und überlegt und wir haben ja auch wirklich versucht, mit denen zu kommunizieren und das irgendwie hinzukriegen. Ja, ich war bestimmt 3-4 Monate in Kontakt, also in so einer großen Sammelgruppe so. Und erst hieß es, okay, für Gesamtrollenspiel gibt es 2x5 Meter. Und wir so, was? So, also ne, nicht die Spielfläche, sondern wirklich als Ausstellerplatz. So Gaming Area selbst, die Spielfläche ist wesentlich größer. Und also nee, und dann hieß es ja, es gibt 2x5 Meter, so nach dem Motto. Und dann so, ja, wie groß ist eigentlich euer Stand? Naja, wir hatten letztes Mal so 72 Quadratmeter. Ach so, ja, okay. Und wie groß ist, ne, das Gebäude selbst, also ne, euer Standaufbau und so? Ja, war halt auch mehr als das. Irgendwie 3,5 mal 6 Meter oder sowas ungefähr. Ja. Also ja, ja, müssen wir mal gucken. So, dann kam irgendwie ewig nichts. Dann kam, ja, schick mal Fotos von dem Stand. Ja, 2, 3 Fotos gehabt, die geschickt. Und dann so, ja, könnt ihr den nochmal anders aufbauen von allen Seiten? Nee. Ne, erstens, er ist gerade in Münster gelagert und zweitens kann man mit Sicherheit nicht mit 2 Personen einfach irgendwo mal spontan aufbauen und da Fotos zu machen und so ein Bullshit. Also, ne? Ja. Ich habe Fotos geschickt, das muss ja irgendwie reichen. So. Und ja, okay, wir gucken nochmal. Und das ging halt ewig hin und her und so. Und irgendwann war dann einfach, ja, klar, es bringt nichts. Und sagt, okay, pass auf, wir stecken so viel Mühe rein, es lohnt nicht, da irgendwie noch was hinterher zu tragen. Ja, und schickst das Konzept ein, über eine Seite geschrieben, schickst es nochmal ein und so. Und ja, und irgendwann sagst du, ja, komm, ist egal. Lass es einfach sein, komm. Na. Ja. So viel dazu. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Wenn es geil wird, wenn sie vielleicht so ein paar Sachen überdenken, nächstes Jahr mal gucken. Vielleicht gibt es auch im nächsten Jahr irgendwie wieder einen Nerdpool-Stand. Mal schauen. Vielleicht gibt es auch im nächsten Jahr keine CXP mehr, je nachdem, wie gut das jetzt läuft. Vielleicht reviven sie die RPC, weil ihnen so genau. viel. Weil das kann halt zum Beispiel auch sein, weil das ist ja jetzt ein Versuch, den die machen. Ne? Genau. Und wenn der halt nicht klappt, dann kann es halt sein, entweder dass es komplett stirbt oder halt, dass genau, die wieder reverten. Vielleicht dann wieder aus oder so. Ja, genau. Ja. Also, weil es halt, splitten es wieder ab, weil das Ding ist halt, also so von dem, was ich bis jetzt so mitgekriegt habe, der Großteil der Leute sind eher angemüfft und nicht sehr excited. Ja, zumindest aus der RP-Szene, ja, sind sehr, sehr viele sehr... Die sind halt nur Hashtag not my not amused, genau, ja. Not my RPC, ja, Hashtag not my RPC. Ja, weil es ist definitiv nicht mehr die RPC, die es mal war. Ja, das, leider. Also, ne, es hat einfach sehr viel von diesem familiären Charme verloren. Und ich fand, das war ja schon beim letzten Mal sehr spürbar. Ja. Also das ist halt jedes Jahr immer krasser geworden, weil sie hatten ja immer weniger RP und immer mehr Cosplay, was ja theoretisch auch zum RP gehört, weil man eine Rolle spielt. Klar. Aber es war das ist übrigens auch, ne, all diese Aussagen, wir bashen nicht Cosplayer und so. Niemand von den Rollenspielern hat Cosplay gebasht. Es geht nur darum, dass halt andere Sachen viel mehr reduziert worden ist zugunsten von Cosplay, zugunsten von, keine Ahnung, Computerrollenspiele, zugunsten von Hollywood-Stars und so. Und dann darum geht es. Es geht nicht darum, dass keiner Cosplayer haben will. Cosplayer sind super cool. Die sehen ja cool aus. Weißt du, das ist ein total cooles, kreatives Hobby. Aber es ist halt einfach, wenn es das Einzige ist und du selber nicht cosplayst, weißt du, oder da so drin bist in dieser Szene, auch als Fan davon, dann ist das für dich uninteressant komplett. Dann sehen die cool aus und du machst 1, 2 Fotos mit welchen von deinen Lieblingscharakteren. Aber das war's dann auch. Und das war halt einfach viel zu viel und dann halt eben auch diese ganzen Gaming-Aussteller und so, die eigentlich nichts mit der Thematik zu tun hatten wirklich. Sondern, ja, und es wurde dann halt auch das Erste, was irgendwie angekündigt war, dass 20 Cosplayer kommen oder sowas. Dann das Nächste, was irgendwann angekündigt war, ja, es kommen Hollywood-Stars. Ja, man wusste nicht welche, aber es kommen welche. Total geile, okay, vertraut auf. Kauf die Tickets in der Vorverkaufszeit. Das war dann, ja, was ist mit Rollenspiel? Ja, ja, wird's auch geben. Halt die Klappe so nach dem Motto. Das war so ein bisschen die Kommunikation, die entstanden ist auf Facebook und so. Ja. Von der CCXP. Und das war halt einfach scheiße. Wo dann gesagt wird, ja, okay, warum gibt's nicht, welche Verlage kommen? Warum gibt's nicht, ob es Demo-Runden gibt? Wenn ihr sagt, ihr wollt Stars haben, macht alles größer und krasser, warum ist nicht für Rollenspiel auch Star da? Warum ist nicht ein Matthew Mercer da oder ein Chris Perkins oder sowas?
Ja, oder okay, irgendwer von oder? Wizard of the Coast, ist ja egal. Genau. Nehmt ja, den, keine Ahnung, ne, wenn nehmt den Papierschubser haben, holt, aus dem Roboter. Holt doch auch bitte Stars ja. aus jeder Richtung. Ja. Ne? Ihr holt irgendwie internationale Cosplayer, irgendwie Kardian aus Amerika, aus Australien, aus whatever, ja. Quer von der Welt. Ihr holt Seriendarsteller und so. Warum dann nicht auch sowas für Rollenspieler? Ja. Weil dann hätten die Leute vielleicht sogar erwogen, ja. diesen Preis zu zahlen. Wie ultra geil wäre das, wenn eine Critical Role Set die auf der Bühne stattgefunden hätte. Die haben zwei riesen Bühnen oder so. Ja. Das wäre doch was, was Rollenspieler hingezogen hätte. Nicht jeden, natürlich, klar. Aber das wäre ja. so, wenn du mit Stars und mit größer und geiler und besser wirfst, dann ja, mach doch sowas auch für alle Bereiche. Ja, oder, ne, genau, Jim Dark Magic würde ja. sicher gerne kommen. Das ist halt die, ne, so, ja. halt... So Microholic oder so. Ja, Acquisition Incorporated, weißt du? Oder, keine Ahnung, weißt du, irgendwen, den die deutsche Szene kennt oder so. Ist ja scheißegal, im Endeffekt. Ist, ja. ist total Wumpe, aber es war halt, es hat sich halt angefühlt wie, eure Con ist langweilig, hier nehmt das, ja. oh ja, euer Zeug ist da auch, aber da hinten in der Ecke. Ne, oder so ein bisschen so. Bemühen, dass vielleicht so jemand kommt wie ein Mark Ryan Hagen oder so, der war ja schon... Also der Erfinder von Vampire zum Beispiel oder so. Ja, der dann vielleicht irgendwie, was weiß ich, mit Orkenspaltern zusammen ein Live-Panel macht, wo man Fragen stellen kann. Irgendetwas, ja. Das ist jetzt nicht irgendwie, als ob das Leute sind, die unerreichbar sind, ne, wie Madonna oder keine Ahnung was so. Ja. Also aber ich, da kam halt nichts in die Richtung. Ich muss halt sagen, nur so, von dem, was ich jetzt so mitgekriegt habe, was auf der CCRPC, also auf der CCRPC, klar, auf der CCXP, was da an Rollenspielzeug angeboten wird, da kriege ich halt mehr auf sowas wie zum Beispiel auf der Federation Con oder der Feen-Con oder sonst was. Da sowieso, weil die ja. ist darauf fokussiert. Aber ne, so ja. auf der Federation Con weiß ich das noch. Die hatten mehrere Räume spezifisch für halt Tabletop-Kram halt einfach. Da konntest du halt, ja, oder ja. halt für Pen and Paper, wo du dann einen Tisch dir schnacken konntest. Irgendwie mit der Gruppe. Das macht natürlich ihr nicht jeder, aber es war da. Ihr könnt übrigens die CCXP-App runterladen. Da seht ihr die Hallenpläne. Und unter anderem halt auch, was wo ist, wie groß die Bereiche sind. Ihr könnt nach einzelnen Ausstellern und Verlagen und so suchen zum Beispiel. Die ist ziemlich cool. Also sowas gab es halt bei der RPC nicht. Vor allen Dingen, die navigiert dich auch, wenn du da bist. Also du kannst dir quasi so Bookmarks setzen für Events, für Orte und solche Sachen. Und dann kreischt und, das Ding halt. Genau, und wenn du halt, solltest du in der Halle Empfang haben, was nicht immer gegeben war, dann kannst du halt, dann zeigt er dir ja auch den Plan, wo du gerade bist und ne, dann sagst du, ich möchte gerne zu Ulysses und dann leitet er dich dahin zum Beispiel. Das ist total cool. Habe ich auch nichts gegen so. Ja, ja. Aber, das sind coole Erneuerungen. Das sind so Dinge, wo man sich so denkt, fuck yes. Also wie gesagt, die App lohnt sich echt. Also einfach nur zu gucken, wer ist überhaupt da, Line-Up und so, auch Stars sind drin. Hier ihr, blablabla, Waldau, der den Jamie Lannister gespielt hat in Game of Thrones ist zum Beispiel da. Aber auch da denke ich mir so, ja, pass auf, die haben den Jamie Lannister von Game of Thrones, aber sie haben nicht hier Jon Snow oder Khaleesi oder so, die Schauspieler, also wirklich die Hauptrollen rollen, ne, die so richtig famous sind, brüsten sich aber damit, ja, wir haben die krassen Kontakte und wir bringen die riesen Hollywood-Schauspieler her. Keine Ahnung, also sorry, da finde ich irgendwie einen Jonathan Frakes und einen hier, wie heißt der, Data oder so, der auf der Comic-Con sind, irgendwie spannender. So, ja. Ja. Das ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht, da denke ich dann manchmal, vielleicht bin ich einfach zu alt für den Scheiß. Ja. Also einen Routenplaner für die Con finde ich halt super, weil das ist sowas, ja. jeder kennt diesen Scheiß. Das ist ja auch zum Beispiel, du warst bei einem Stand und findest den nicht wieder, weil die Con so unübersichtlich ist. Das Grauen hat einen Namen. Aber ja, wir haben jetzt, glaube ich, genug gemeckert. Das ist, glaube ich, rübergekommen, sag ich mal, wie unsere generelle Meinung ist, aber am Ende. Genau, Endeffekt... Brent Spiner, sorry, ich bin unglaublich schlecht mit Namen. Ja, ich auch. Also, ja. Schlimm. Brent Spiner, ja. Namensfindungsstörung. Wortfindungsstörung auch, aber ganz spezifisch Namen. Ganz schlimm. Ja. Oh. Ja, also, wie gesagt, und noch irgendwie, keine Ahnung, da waren noch locker 3, 4 bei der Comic-Con, also nicht bei der CCXP, sondern Comic-Con, ich glaube Stuttgart war. Wo ich sagte, boah, geil, die Leute würde ich echt mal irgendwo sehen und treffen, so. Ach ja, übrigens, wenn du ein Autogramm haben willst und ein Foto mit dem Game of Thrones-Typ, kostet dich das nochmal 99 Euro. Ja, die anderen sind etwas günstiger, die kosten so 80 bis 50. Zirp, zirp, zirp. Ja. Ja? Hm. Ja. Ha. Na? Ha. Oh, well. Ja, der nächste Highlight-Hollywood-Star ist hier Mr. Wong. Ich weiß gar nicht den Vornamen von dem Herrn. Der den asiatischen, ja, fast Hauptdarsteller, also zweit-, dritte Rolle ungefähr in
Ach Gott, Marvel, Magier, Doctor Strange gespielt hat. Ja. So, ne, der dieser Wächter da war und so. So, der ist quasi sozusagen das zweitgrößte Highlight da. Und dann hört es halt schon. Also, das ist so. Die anderen kennt man eher so, ja, Serie und so. Ne? Also, ich meine, dafür, dass das Ding 50 Euro kostet und dass die riesig das Maul aufgerissen haben, wie unglaublich geil das wird, finde ich das ein bisschen mau. Ja? Wie gesagt, da finde ich, können andere Comic-Cons und sowas besser. Genau, oh, stimmt, scheiß geil. Richard Dean Anderson, ja. Karen Gillan, also hier von X-Files hier. Nee, Karen Gillan ist Doctor Who. Hier, Amy. Genau, oh, genau, deswegen allein Amy, oh. Richard Dean Anderson halt, Stargate und MacGyver zum Beispiel, ja. Und ich weiß nicht, was das Ticket kostet, aber ich glaube, das kostet 20, 25 Euro oder irgendwie so. Ja, aber auf jeden Fall nicht 50. Ja. Also, keine Ahnung. Und ich habe jetzt schon mehr Bock da einzugehen als auf die CCXP, also ist so. Ja, die haben einfach, ich muss das mal wirklich sagen, die haben sich selber in den Fuß geschossen mit dem, was sie gemacht haben. Und das ist halt dieses klassische, da haben Media Executives, weißt du, so am Tisch zusammengesessen und gedacht, das funktioniert so. Weißt du, so ja. PR-Leute, die halt eigentlich keinen Plan davon haben, wie das funktioniert. Halt so Leute im Business-Suit, die dann gedacht haben, sie wissen, wie man hip mit den Kids ist. Genau, genau. Und das... Ja, okay. Nee. Ah, genau, hier. Mein Quote, genau, Richard Dean Anderson, Jonathan Frakes, Brent Spiner, natürlich haben die auch Cosplays auf der Comic-Con-Dings. Alles kein Ding, so, aber ja, weiß nicht. Wie gesagt, irgendwie habe ich viel mehr Bock auf die Comic-Con Stuttgart zu gehen als auf die CCXP. Ja? Weil irgendwie, weiß nicht, spricht mich das mehr an, ist das irgendwie sympathischer und alles. Keine Ahnung. Ja. Ich guck mal nochmal ganz kurz, was die CCXP ist. Während Umren sucht, muss ich jetzt das Aber einwerfen, ja, weil es wird langsam spät. Weil ich noch ein paar Dinge heute tun muss. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich, wenn Umren das nachgeguckt hat, über ins Verkündigen ein bisschen Shit an, der so in den nächsten Wochen so ansteht, so ein Kram, sag ich mal bei uns so. So streamtechnisch und videotechnisch, ob man was Cooles weiß, was man irgendwie empfehlen kann. Okay, Tagesticket für den Samstag, also einer der Haupttage, 27 Euro. Ja, ja. Das ist fast die Hälfte. Ja, das hat Nuvo gerade auch gepostet. 27 ja. Tageskarte, 44 genau, komplettes Wochenende, 44 mit. Ja, komplettes Nuvok Wochenende, 44, da kommst du nicht mal einen Tag rein, am Samstag oder Sonntag. Ja, Nuvok ist wohl scheinbar auch auf der Comic-Con. Stuttgart, ja. Stuttgart wahrscheinlich. Ja, dann viel Spaß dabei. Berichte, mach Fotos. Ja. Do it. Beneide dich ein bisschen. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal so ein bisschen so, sag ich mal, so kleinere Ankündigungen. Ich muss mal gucken, also wie gesagt, momentan bin ich schwer am Überlegen, ob ich den Morgenkaffee an den anderen Tag lege, weil ich momentan, die Samstage sind einfach sehr belegt. Es kann natürlich sein, ja, können wir gerne machen, Schossen. Ich sag mal so, dass sich das im August aus verschiedenen Gründen dann vielleicht noch weiter stockt und dann ab September regelmäßig wieder geht. Das hat primär was damit zu tun, das ist jetzt ein bisschen Private-Life-Zeug, dass ich mit meiner Freundin zusammenziehe und dann das keine Fernbeziehung mehr ist. Das heißt, ich bin am Wochenende nicht mehr weg oder busy. Yay, GZ. Yeah, woo! Und das ist halt einfach nur, dann ist das ein bisschen easier, weil wenn man ansonsten immer das ganze Wochenende nicht da ist oder halt sie da ist und ich dann logischerweise nicht immer streamen will, weil, ne, ist das halt immer so ein bisschen schwierig und halt auch andere Sachen oft am Samstag anstehen. Aber es kann halt sein, dass es sich im September wieder stabilisiert oder wir uns halt einen anderen Tag suchen. Vielleicht Sonntag oder so. Muss ich dann mal gucken. Das, weil ich will es wieder regelmäßig machen. Ich finde es doof, dass der Morgenkaffee so irgendwie so unregelmäßig geworden ist. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Aber hold on for me. It's not long anymore until we have a better plan. Andere Sachen, die Comeback feiern, nächsten Monat am 8.7. und am 15.7. kommt Fucking Mirrors wieder. Yay. We are back. Und danach hoffentlich, wenn wir alles hinkriegen, alle zwei Wochen. Ab da. Nicht zwingend immer Montag, weil das hängt sehr davon ab, wie Jules arbeitet. Aber der Plan ist, dann wieder regelmäßig weiterzumachen. So, we are back. Außerdem Sandboxing soon. Und dann bei dir ja
jeden Dienstag eigentlich, wenn wir nicht todkrank sind oder die Hitze uns umbringt, was nächste Woche durchaus sein könnte, bei irgendwie 37 Grad. Oh ja, oh ja, bis zu 40 teilweise, ja. Ja, I will probably be dead. Also am Dienstag wurde hier angekündigt 37 bis 38 Grad. Es kann sein, dass ich unterm Tisch wegschmelze. Ja. Wir hoffen auf das Beste. Also Dienstag geht's mit Autopsy bis die 5 weiter bei mir. Genau. Auf dem Twitch-Kanal. Und heute Abend könnt ihr, wenn ihr möchtet, mich noch sehen. Und zwar beim Dien-Samstag, ja. Quasi der Nachfolger des Dien-Dienstags auf Jingle Channel. Ah. Ja, der Kanal vom Alex hier auf Twitch. Da spiele ich mit. Das ist die zweite Session. Also wenn ihr wollt, könnt ihr die erste noch nachholen heute. Und da spielen wir auch D&D 5 und spielen da erstmal Lost Mines of Phandelver. Das wird dann irgendwann in eine andere Kampagne wahrscheinlich umgucken, aber wie gesagt, zweite Session erst. Und das Geile ist, ich spiele einen unglaublich guten Charakter. Ich spiele einen Kenku-Baden in dieser Runde. Geil, finde ich gut. Und erstens macht mir der Charakter unglaublich Bock und zweitens wurde der Charakter auch von den Zuschauern und Fans schon unglaublich geil abgefeiert in der ersten Folge. Ja, es gab auch direkt schon ein Meme mit ihm und so. Und Tok Tok heißt er. Yes! Ja. Und er ist so ein bisschen wie Jones aus Police Academy, weil der halt immer die Geräusche hat. Weil Kenku können ja nicht normal reden, so. Die können halt nur Sachen wiedergeben, so wie Papagei oder so, was sie irgendwann mal aufgeschnappt haben an Sätzen, an Geräuschen, an allem Möglichen. Die sind halt wie Leiervögel, wenn ihr die kennt. Die sind genau, super. Genau. Und das macht einfach unglaublichste Bock, den zu spielen und da kreativ mit zu sein und Geräusche zu imitieren und vor allem damit dann auch Sachen zu suggerieren, halt dieses so, dieses, genau, das, genau. Da geben sie, glaube ich, im Buch das Beispiel, dass man so das hört, so bei einem Schmied, dieses langsame Hämmern und der einen dann so unglaublich genervt anguckt, so dieses, you're boring me, stop it. So, ich kann ja... Oh, wir müssen, irgendwann müssen wir mal Tok Tok und Tweets zusammenführen, die mögen sich bestimmt. Tweets ist mein Kenku. Ja, ich habe ja auch Rechte. Ich habe mal einmal die erste Session hier reingepostet. Yay! Falls ihr reinschauen wollt. Und auf dem Kanal, wie gesagt, geht's heute dann auch weiter mit der zweiten Session. Also eigentlich soll das alle 2 Wochen sein, aber da die Leute so Bock drauf hatten, haben wir jetzt direkt den nächsten Samstag wieder gespielt, also letzten Samstag und jetzt. Das ist doch geil. Sowas ist immer gut. Unglaublich cool, unglaublich cool. Macht richtig Bock, die anderen Spieler auch richtig klasse. Wir haben eine relativ große Truppe sogar, wir sind 7 Spieler. Allerdings ist so die Idee, dass wenn 1 oder 2 irgendwie ausfallen, dass wir halt dann trotzdem spielen können, deswegen. Ja. Und macht mir unglaublich Spaß, den Charakter zu spielen. Genau. Das merkt man auch. Ich wurde sogar von Moritz Melim dafür gelobt. Ja. Und generell für mein Rollenspiel. Fand ich gut. Sehr schön. Andere Werbung, die man noch machen kann, We Happy Few geht weiter am 26.06., also nächsten Mittwoch um 19.30 Uhr bei den Mad Monkey Squad Leuten auf dem Kanal. Für Pokémons haben wir, glaube ich, noch keinen neuen Termin. Da sind wir jetzt gerade noch am Gucken. Aber tendenziell in der übernächsten Woche. Ja. Das war auch geil. Oh ja, genau. Ich habe definitiv Bock auf mehr. Oh ja. Auf die Lilac Family. Ja, die sind cute. Ich finde die super. Ich mochte vor allem diese Balance zwischen Chaos und so und melancholischen Szenen. Das war sehr schön. Und dieser geile Kampf am Ende, dieses You almost murdered it. Ups. Ja. Don't kill it, please, don't kill it! Ja, ich hab's ja gerade gesehen. Sie war ein bisschen untergegangen zwischen dem Meme-Geposte. Also an Chosen. Was Chosen auch gerade geschrieben hat, ich habe mit Clara und Chosen angefangen, am Tisch Horde of the Dragon Queen zu spielen. Die spielen einen. Er spielt einen Minotaurus Bloodhunter und sie spielt Fey Warlock. Und das wird sehr fun, glaube ich. Da bin ich jetzt sehr gespannt. For the Edge. Und das ist so sehr, die sind halt Best Buddies, so die kommen beide, ich weiß nicht, du kennst, glaube ich, die Kampagne? Ja, ne? Ganz cool. Ja. Die kommen beide aus Greenest, also sozusagen, die sind da aufgewachsen, da, um das so ein bisschen. Und die sind halt Best Friends since Childhood, haben sich jetzt eine Weile nicht gesehen, irgendwie 10 Jahre. Und sind jetzt wieder zusammengekommen, sozusagen, im Dörfchen. Und du weißt ja, was im ersten Abenteuer passiert. Oh ja. Und ich habe genau da geendet, wo das große Ding auftaucht. Mhm. Ein Schatten fällt über das Dorf. Und ich so, und da hören wir es auf. Es ist blau. Nee, pssst. Das noch nicht. Pssst. Ach, okay. So weit waren wir noch nicht. Es war bis jetzt nur ein Schatten. Und die waren, und ich habe dann nur so gesagt, so dieses... Und das ist ja immer der Punkt, sobald dann klar ist, was das ist, wo alle schreien, wir sind Level 1.
Was ja, und soll du denkst das? Ja, und du denkst dir, weiß ich, ist mir aber egal. Knack, 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 knack. Ja, ich tue das. So, jetzt klingelt bei mir das Telefon. Das ist, glaube ich, für mich das Symbol für, ich muss jetzt aufhören. It is time. It is time, ladies and gentlemen and others. Wir sehen uns hoffentlich soon im nächsten Stream. Der nächste ist, glaube ich, dann Out of the Abyss, wenn wir nicht schmelzen. Das ist richtig, ja. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Vielleicht mache ich morgen irgendwas oder so. We will see. Who knows? Jedenfalls von mir ein wunderschönes Wochenende. Nutzt die freie Zeit. Entspann schön, macht was Schönes mit den Leuten, die euch wichtig sind. Und ja, viel Spaß beim Spielen. Ja. Egal, was ihr macht. Oder zugucken beim Spielen, wie auch immer. Genau. Haltet Ausschau nach kommenden Events, wie immer, im nordpolforum.de mit Bindestrich, also nordpol-forum.de. Genau. Oder auf meinem Twitter-Account, da retweete ich generell auch alles. Oder auf dem Nordpolforum-Twitter-Account, weil der postet alles, was im Eventkalender ist. Wenn irgendwie ihr das so convenient auf dem Handy haben wollt oder so für schnell. Und wenn ihr noch nicht im Nerdpool Discord seid, dann schaut am besten auch da vorbei, weil da ist richtig Action immer. Jo. Da ist sehr viel, da ist halt ein sehr aktiver so Chatroom, wo die Leute halt miteinander schreiben und ab und zu auch mal im Voice-Chat rumhängen. Da sind RP-Räume zum halt, ne, bubbeln und so weiter und zum RP-Spielen, irgendwie Zockerräume, wir haben da alles Mögliche. Da gibt's auch die Infos nochmal zur Nerdcon, wir kommen zur CCXP. Zur Göre 2019, wo ich gerade nicht genau weiß, was das ist, aber... Die läuft jetzt. Das ist die das Göttinger Rollenspiel-Event. Ah, okay. Hashtag Göre. Weil der Name so geil war. Super geil. Göre, sagen. Ja, da sitzen auf jeden Fall... Das ist jetzt gerade live. Also da werden auch gerade Fotos gepostet und so. Also, wo ist eigentlich Göttingen? Also wie gesagt, schaut mal Niedersachsen in der Mitte von Deutschland, Leute. Naja, wie gesagt, Dinge laufen, Sachen werden geplant, Sachen werden durchgeführt, ihr werdet es sehen. Schönes Wochenende euch. Ciao, ihr Lieben. Bye, bye.